Neues vom Frittenstand. Adler Podcast. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zum Adler Podcast 01. Nein, Blödsinn. 009. Gleich am Anfang verkackt. Hallo Markus. Hallo. Alles gut? Umzug geschafft? Fertig mit der Welt? Fertig mit der Welt und das war's auch schon wieder. Also es kann sein, dass hier Geräusche aus dem Hintergrund kommen, weil wir haben noch ein leichtes Türendefizit, aber ja. Ja, Säcke vor den Türen ist auch schön. Reicht, wenn ein alter Sack hinter der Tür sitzt. Ich bin doch gar nicht bei euch, was willst du denn? Ach Gott, ich bin so nett zu dir, oder? Wie sehr ich das nett, wieder auf mich genommen habe gerade. Sehr väterlich. Ja, ich bin so unglaublich nett heute. Ich weiß ja, dass du 3 Wochen lang Anspannung, Stress und alles hinter dir hast und deswegen werde ich heute nur nett zu dir sein. Das habe ich heute beschlossen. Das ist aber sehr nett von dir. Heute ist die nette Folge oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, wir müssen aber auch nett sein, weil es ist ja auch recht viel Nettes passiert in den letzten gefühlten 9 Wochen. Wir haben Spiele gehabt. Wir haben Idioten auf dieser Welt, die komische Kommentare von sich geben. Transferroulette dreht sich weiter. Wir haben wieder ganz grindige Sachen zum Trinken. Auch das. Und ich wollte mal erwähnen, dass wir 5 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen sind. Ja, 5, ne? Oder sind es morgen 5? 1, 2, 3, 4. Nein. Das sind jetzt vier Pflichtspiele. 4, genau. 2-mal Tallinn, 1-mal Vaduz, 1-mal Mannheim. Ja. Ja, ich bin schon ganz verdutzt. Ich wusste es. Musste kommen. Am Donnerstag sind es dann 5. Ja, hoffen wir doch. Das steht mal so alles an. Dann haben wir noch unseren Trainer der Woche. Korrekt. Diesmal eine etwas kürzere Folge, weil gibt nicht ganz so viel zu ihm zu sagen und war auch nur ein knappes Jahr bei uns. Machen wir das. Ja, wenn irgendwer zuhören sollte in diesem Universum, der Nachname hat etwas mit, musst du ein bisschen wackeln mit die Hufte zu tun. Musst du ein bisschen wackeln mit die Hufte? Mit die Hufte. Du hast Kinder, du solltest das wissen. Ich kenne nur die Katie. Die kenne ich, aber die wackelt nicht mit der Hufte. Auch manchmal schon. Ich meinte eigentlich, egal. Das erklärst du mir dann bitte später nachher, wenn wir bei der Kategorie sind mit der Hufte das. Mit der Hufte das. Hufte, ja. Tetere. Mit was fangen wir an? Tallinn, hätte ich gesagt. Aua. Okay, fangen wir erstmal mit den Spielen an. Ja. Gab 2 Spiele. 1 in Tallinn. Haben wir 2-1 gewonnen. Fand ich aber nicht so toll. Ich meine, wenn man jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass da noch genau 0 Vorbereitung war, war es okay. Ja. Aber du hast halt echt viele Defizite gesehen. Wobei Tallinn aber die ganze Geschichte auch ziemlich schwer und gut gestaltet hat. Also Hut ab. Also ich hätte die nicht so stark eingeschätzt. Nee, die haben wirklich gebissen und gekämpft und alles versucht. Aber gut, wir waren auch, ja, mein Gott, es war das erste Pflichtspiel. Dass da noch nicht so viel zusammengeht, das war klar. Ich meine, da ist eigentlich nicht viel passiert, bis plötzlich Toro diesen Strahl losgelassen hat, der da zack im Tor drinnen landete. So schnell konntest du gar nicht gucken. Dann haben wir auch noch gleich das 1-1 gekriegt. Und dann, was ich feststellen musste, da Costa hat Flanken geübt. Ist dir das aufgefallen? Ja. Also mir sind 2 Sachen aufgefallen. Einmal das eine, dass wir jetzt irgendwie öfter außerhalb des 16ers mal probieren, das Tor zu treffen. Und dass da Costa flanken kann. Stimmt. Und schlimm. Daichi Kamada ganz nette Ecken schlägt. Aber kommen wir später zu. Auf jeden Fall, mein Gott, wir haben es 2-1 gewonnen. Es waren einige Frankfurter in Tallinn. Die haben auch gleich die
Die talinesische Mannschaft, wollte ich schon sagen. Die Talinesen. Oh Mann, gib mir was zu trinken. Oh mein Gott, wir sind die Talinesen. Oh, wie viel Uhr ist es? Auf jeden Fall, die Jungs aus Tallinn mit. Boxing. Yes, nein, machen wir später. Gib mir noch 5 Minuten. Das Zeug sieht so eklig aus, ich muss mich erst dran gewöhnen. Auf jeden Fall, ja, die haben Tallinn gleich mitgefeiert und die Mannschaft aus Tallinn hat das auch dankend angenommen und hat sich auch feiern lassen von den Frankfurtern. Ich glaube, das waren die so nicht gewohnt. Und noch eine Nummer geiler war es natürlich beim Rückspiel. Das haben auch 2-1 gewonnen, aber dann in Frankfurt. 1-0 Paciencia mit dem, was er am besten kann, nämlich mit dem Kopf. Das 1-1 war, ehrlich gesagt, ziemlich geil rausgespielt, mit einem Totalausfall von Touré, da hat er völlig gepennt. Und dann halt den Elfmeter zum 2-1. Da ist auch nichts angebrannt. Die haben zwar auch wieder gekämpft wie die Weltmeister und dafür sind sie auch am Ende dann auch tierisch gefeiert worden. Also, das war ja von der Frankfurter Fankurve, die haben ja genauso unsere Mannschaft gefeiert, wie sie die Mannschaft aus Tallinn gefeiert haben. Und Trainer und Spieler waren ja dann, also von der Atmo total überwältigt. Die haben ja gesagt, sowas haben sie noch nie gesehen und sowas werden sie wahrscheinlich auch nie wieder sehen. Sowas haben sie noch nie erlebt. Und, ich muss mal mein Handy leise machen, stelle ich gerade fest. Sorry. Telefon. Ja, das ist halt live. Das ist live, wenn die Tochter irgendwas plötzlich noch meint zu schreiben, obwohl sie weiß, dass ich hier unten sitze und aufnehme. Ah. Und da fällt auch gleich der Hund hier um die Ecke. Jetzt kommt gleich noch der Briefträger und bringt dann Amazon Packerl mit, keine Ahnung, einer Miami Sound Machine. Ich glaube nicht mehr um die Uhrzeit. Ich glaube, das ist durch. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, ja, genau. Geile Atmospieler schmeißen. Also die sind dann in die Kurve gerannt, haben sich feiern lassen, haben ihre Trikots da in die Menge geschmissen und der Spielführer, glaube ich, noch irgendwie seine Kapitänsbinde. Und ich glaube, für die war das ein echtes Fest. Die werden noch jahrelang davon ihren Kindern erzählen, was sie da in Frankfurt erlebt haben. Fand ich cool. Hat Spaß gemacht. Ja, also das ich fand das auch ziemlich cool, wo die dann dahin gelaufen sind und dann da kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht sogar mehr draus wird, wie nur, juhu, wir haben gegen euch gespielt. Also, ich fand das schon cool. Irgendwie gab es ja danach noch Bilder, wo sie im SGE-Museum waren und so weiter. Ein Spieler mit seiner Family, wo noch ein paar Leute getroffen hat, mit denen gefeiert hat. Also, es war schon ganz geil. Ich fand's lustig. Gut, Tallinn Haken dran, erste Runde geschafft. Zweite Runde dann. Interessanterweise hat sich da Vaduz gegen diese Ungarn durchgesetzt. Fehler war. Und, das Geilste an Vaduz war natürlich das Stadion, ne? Das Stadion mit dem Blick hinten raus auf die Berge und oben auf diese Burg oder Festung oder Schloss, was das war. Das sah schon ganz geil aus. Ansonsten hat sie da nicht ganz so viel zu melden gehabt, die Jungs aus Liechtenstein. Die haben dann eine 5-0 Klatsche bei sich gekriegt. Wobei die ersten zwei, die hätte der Torwart auch halten können. Die zwei Dinger von Kostic. Ja, wobei ich glaube das 1-0 oder so, das war schon ein ziemlich dreckiger Ball. Also der ist ja in alle Richtungen geflattert. Also ja. Nachdem ich selber im Tor gespielt habe, das sind die unangenehmsten Bälle, die du kriegen kannst, weil du kannst die nicht abschätzen und dann auf einmal drehen die sich, keine Ahnung, 20 Zentimeter nach rechts. Also sobald du siehst, dass ein Ball auf dich zukommt und der hat keine Rotation, dann musst du echt aufpassen, dass du den erwischst. Weil keine Rotation im Ball heißt, dass der flattert und da tust du halt echt schwer unter Umständen. Also da habe ich schon ein bisschen Verständnis, vor allen Dingen, der ist ja, keine Ahnung, die sind ja 3 Klassen unter Augsburg oder so. Ja, aber wenn Wittwald ihn so reingelassen hätte, würdest du ihn jetzt ganz schön zur Sau machen. Ja, weil der in einer anderen Kategorie eigentlich anzusiedeln ist. Okay. Das sind ja teilweise, keine Ahnung, Postler oder was auch immer, das sind ja oder Teilzeit Fußballer, die spielen zwar in der zweiten Schweizer Liga, aber auch nur als Gast. Ja gut, und Europa League machen sie ja eigentlich nur mit, weil sie jetzt zum 47. Mal den Liechtensteiner Pokal gewonnen haben, ne?
Ja, was schwer ist, wenn das irgendwie nur drei Mannschaften sind oder so. Wobei der eine ist die Betriebsmannschaft von der Post, das andere von der Bahn oder so und dann gibt es Vaduz. Ja, aber das ist doch gut. Da kommst du immer in die Quali. Da kannst du machen, was du willst. Du weißt, du kannst europäisch spielen. Tja. Wir haben es zwar noch nie in die dritte Runde, in die dritte Quali-Runde geschafft, aber das Stück ist schon mal nicht schlecht. Dann 3-0, das erste Tor von Chor. Wow. Ja. Das war aber nicht, das war aber dieses. Ja, also für mich war es Abseits aber. Ne? Ja. Okay. Ja. Nimmt man. 4-0 wieder Paciencia. Und 5-0 hat dann Gacinovic tatsächlich das Tor getroffen. Ja, wobei jetzt ist ja dieser, ich greife da vielleicht ein bisschen vor, diese Diskussion wegen Rebic und wie phlegmatisch er ist oder auch nicht. Es bekritelt ja keiner die Person, sondern einfach nur, wie sie vielleicht gerade spielt. Und bei Gacinovic, ja, der hat von 28 Mal, wo er den Pass spielt oder eine Idee kreieren könnte, trifft da 26 Mal die falsche Entscheidung. Das ist halt echt nervig. Du bashst ihn. Wir dürfen kein Gacinovic-Bashing mehr machen. Ich bashe ja nicht ihn, sondern ich bashe sein Hirn. Nein. Ja, nee. Sein, wie er halt ja, Chancen in Anführungsstrichen kreiert. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich mag den Kerl so, wie er ist. Ich mag, wie er rennt. Ich mag, wie er kämpft und so weiter. Aber ich weiß ganz genau, wenn der mit dem Ball am Fuß auf den 16er zuläuft, zu 99% ist der Ball dann weg. Weil er im letzten Moment rechts läuft einer frei durch und er passt nach links. Oder geht in den Zweikampf, verliert den Ball oder irgendwie sowas, weil er immer im letzten Moment die falsche Entscheidung trifft. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder denkt er zu viel oder denkt er im Moment zu viel. Ich glaube, dass er zu viel nachdenkt, weil er es einfach nicht verbocken will. Also er macht das ja nicht absichtlich. Ja, natürlich aber, nicht, das ist schon klar. Ja. Wie kriegt man das raus? Ja, gute Frage. Zum Psychologen gehen. Gegenbeispiel ist der gute Daichi. Ja, der kommt aus Belgien zurück. Wenn du den siehst, wie er spielt, auf der Position, auf der 10er Position, der sieht Räume, der sieht freie Leute, der sieht Räume, wo er reinpassen kann. Und der macht es. Der denkt nicht drüber nach. Ja, da vielleicht will er es auch einfach zu gut machen. Ja. Dass er sich einbildet, okay, jetzt muss ich den Monsterpass spielen oder ich will es jetzt allen beweisen und ich kann mir schon vorstellen, wenn du jetzt, oder weiß aus eigener Erfahrung, wenn du jetzt 16 Mal einen Pass spielst und der kommt 16 Mal nicht an, dann hast du halt echt ein Problem vom Selbstvertrauen, dass du das in beim 17. Mal wieder hinkriegst und dann willst du es vielleicht zu schön machen und dann gehst halt sicherheitshalber noch einen Schritt, weil du dir unsicher bist, dass die Entfernung vielleicht zu weit ist oder du glaubst, dass der Typ einen Schritt noch raus macht und spekulierst zu lang und dann passieren eben genau solche Fehler. Das ist das, was ich schätze. Da hast du mit Sicherheit recht. Das mag so sein, aber ich meine, wir gucken es uns doch jetzt seit 3 Jahren an. Ja, wobei er ja auch die Bürde auf sich genommen hat. Und ich glaube, das war in der vorletzten Saison, glaube ich, wo er eben gemeint hat, ja, ich will jetzt einfach die Führung übernehmen. Ich will jetzt einfach zeigen, was ich kann. Ich will zeigen, wie gut ich bin und ja, einfach das Spiel an mich reißen. Und das ist vielleicht von ihm selbst aufgelegter Druck, wo er halt einfach Probleme kriegt. Und bei Daichi ist halt so, der hat kurzzeitig gespielt, dann wurde er verliehen, hat dort gezeigt, dass er was drauf hat, kommt her und hat eigentlich nicht wirklich was zu verlieren, weil entweder spielt er, Konkurrenz ist jetzt auch nicht so viel da aktuell auf der 10.
Ja, wenn es so verletzt ist, wieder gesund ist, dann sieht es wahrscheinlich anders aus, aber bis dahin. Bis dahin ist nichts und ja, ich verstehe diesen Hype und ich finde, dass die Leistung von Kamada gut ist, aber jetzt, wenn man jetzt Mannheim mal weglässt, war bis jetzt noch kein Bundesliga-tauglicher Bundesliga-tauglicher Gegner da. Und wenn du jetzt überlegst, dass der vielleicht gegen einen Boateng oder sowas rennen muss oder gegen einen Süle, das ist halt schaut halt die Welt anders aus. Aber die Übersicht, die er hat, das ist schon eine ganz andere als bei Gacinovic, der den Kopf hochnimmt und nicht weiß, wo er hinspielen soll. Der Kamada guckt nicht mal hoch und weiß, wo er hinspielen soll. Ja, der hat halt einfach, mehr Instinkt. Ja, aber diese Ansätze siehst du auch gegen einen minderklassigen Gegner. Da ist natürlich einfacher, diesen Pass zu spielen, da hast du ja recht. Aber entweder hast du die Übersicht oder du hast sie nicht. Ja, das definitiv. Ja. Ja. Ich wünschte mir so sehr, dass er wirklich endlich mal schafft, den Kopf auszuschalten und wirklich so zu spielen, wie er spielen kann. Weil immer nur rennen und kämpfen, das reicht halt nicht. Ja, irgendwann spielt er halt dann nicht mehr. Dann ist er halt nur noch wirklich der Einwechselspieler, der die letzten 10 Minuten zum Rennen und Kämpfen kommt. Oder wenn gar nichts mehr geht. Ja, das war aber zum Beispiel jetzt, um weiterzugehen, gegen Mannheim, wo ja sehr viel jetzt geredet worden ist, eben vor allen Dingen über Rebic. Er läuft nicht, er macht nichts, er tut nichts. Erstens einmal, er hat 3 Tore geschossen. Also mal das eine. Und er hat jetzt auch nicht gejubelt wie ein, keine Ahnung, wie auch immer. Er ist jetzt nicht rumgelaufen, hat sich feiern lassen wie ein Wahnsinniger. Das macht er ja auch selten. Und der ist halt auch nicht der Typ, der jetzt 90 Minuten lang durchrennt. Das war er ja noch nie. Der läuft ja vorne an. Und ja, ich persönlich habe schon ein Problem damit, dass wenn er jetzt das dritte Mal an einem Gegenspieler nicht vorbeikommt hintereinander, dass er dann frustriert ist, verstehe ich, aber dass er dann halt beim dritten Mal nicht mehr nachgeht, ja, das kritisiere ich auch ein bisschen, aber hey, er schießt Tore, er zieht die Gegenspieler auf sich, schafft Platz für andere. Mein Gott, über Alex Meyer, ich habe da hier einen Tweet losgelassen, über Alex Meyer und so wurde auch immer geschimpft, na, der rennt so wenig und der befindet sich irgendwie noch in der Mittellinie bis zum 16er und mehr macht er nicht. Ja, aber er hat Tore geschossen. Und da kam auch keiner auf die Idee mit, ja, bitte hauen wir den raus. Also, Lustlosigkeit würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast auch im Spielaufbau, vor allem in der zweiten Halbzeit, oft gesehen, dass Pässe über 7-8 Meter nicht ganz sauber waren, weil einfach auch die Abstimmung und alles fehlt. Der hat ja auch, glaube ich, 2 Wochen oder sowas nicht mittrainiert, weil Rücken und so. Ja, schwieriges Jahr mit der Vorbereitung für alle. Korrekt, das stimmt schon. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen? Erste Hälfte, Ante auf dem Platz. Aber du hast von der Körpersprache her und so weiter, als ob er sagt, jo, ist halt Mannheim, machen wir mit links. Ja, aber da hat die ganze Mannschaft in der ersten Halbzeit eine Katastrophe gespielt. Die ersten 20 Minuten kannst du vergessen. Die ersten 20 Minuten war Totalausfall von vorne bis hinten. Abraham kannst du ganz vergessen. Hinteregger hat sich beim 2-0 austanzen lassen, wo ich dachte, Alter. Und gar kein Thema, überhaupt kein Problem. Die erste Hälfte kannst du eigentlich getrost abhaken. Das Kamada-Tor, also wie gesagt, 1-0 der eine Mann immer, das 2-0 hat derselbe Mann immer gemacht. Dann hat Kamada das 2-1 gemacht. Das war ja auch, mein Gott, hat er da zwar schön gemacht, aber es war reines Glück, dass er so an den Ball gekommen ist. Dass Jovelic den irgendwie nach da hinten schippert und dann steht Kamada da und haut ihn rein. Da war nichts geplant, das war kein geplanter Pass und nichts, es war eine Glücksnummer. Dann das 2-2 von Kostic, das war auch außerhalb des 16ers. Das war wieder so ein Kostic-Strahl. Mhm. Keine Ahnung, letztes Jahr hat er nicht so oft geschossen, oder?
Nein. Da lief der immer bis zur Grundlinie, hat reingepasst und hat ein anderes Ding gemacht. Jetzt haut der die Dinger vom Form 16er aus rein. Richtig. Auch nicht schlecht. Ja, aber das hat uns die erste Halbzeit dann so halbwegs gerettet. Wir sind sozusagen mit 0-0, sprich mit 2-2 in die Halbzeit gegangen. Wir hätten auch mit 0-2 in die Halbzeit gehen können. Weil wäre auch nicht mal so unverdient gewesen, sage ich ganz ehrlich. In der ersten Halbzeit hat Mannheim echt geil dagegen gehalten und wir haben nichts auf die. Wir haben nichts zusammen. Sprache weg. Wir haben nichts zustande gebracht, also nicht viel. Und mir hat es den Eindruck gemacht, als hätten sie sich schöne Predigt anhören können in den 15 Minuten. Als hätte Hütter sie einmal zusammengefallen und hätte mal gesagt, so Leute, und wenn ihr jetzt wieder rausgeht und weil der so eine Scheiße spielt, dann geh ich nach Hause und dann seht zu, wie ihr klarkommt. Und dann hat es eigentlich auch funktioniert. Dann hätten wir eigentlich, ich meine, rein theoretisch, Joveljic hätte auch zwei Dinger machen müssen. Der Kopfball war schon ein bisschen tricky, aber was ich noch ganz kurz wegen dem Thema Rebic sagen wollte, ich lasse mir das ja einreden, wenn einer sagt, der hat nichts gemacht und der war im Stadion und hat sich den die ganze Zeit angeschaut. Du hast halt, wenn du da nicht hingehst, nur diese Fernsehbilder und das ist ja auch nur ein Viertel Wahrheit. Da siehst du halt immer nur so einen kurzen Schnitt, wo er dann halt nach unten schaut und gerade geht. Weil er halt vielleicht 2 Sekunden vorher sich die Lunge aus dem Leib gerannt hat. Das weißt du ja unter Umständen gar nicht, weil du ihn gar nicht im Bild hast. Also nur wegen dem Thema bewerten, wie faul er ist oder eben nicht. Das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen. Also ich wäre jetzt noch auf Rebic gekommen. Ne? Es gab noch dann dieses, also wie gesagt, Halbzeit rausgekommen, eine ganz andere Ausstrahlung, die gesamte Mannschaft gehabt. Hasebe ist hinten hingegangen, hat plötzlich das Ding hinten relativ dicht gehalten, was ja vorher irgendwie so ein aufgeschreckter Hühnerhaufen war. Da hat ja gar nichts gepasst, weder verschieben, noch irgendwie die Abstände, noch sonst irgendwas. Hat dann in der zweiten Halbzeit sehr viel besser gepasst, Hasebe hat das ganz gut zusammengehalten da hinten. Dann hätten wir eigentlich, ja komm, war nicht so schlecht, also sie haben nicht mehr so viel zugelassen. Und dann hätten wir eigentlich 2 Tore machen müssen. Die haben wir nicht gemacht. Ja, und dann haut der diesen Glücksschuss raus, da der Mannummer. Ich habe den Namen nicht aufgeschrieben. Der gebürtiger Offenbacher ist. Der ist von den Kickers nach Mannheim gewechselt vor der Saison. Ist jetzt ein Mannummer. Auf jeden Fall haut der da diesen Strahl raus. Ich habe kurz vorher noch zu meiner Mutter, weil ich habe meine Zwerge gerade zu meiner Mutter gebracht, habe das da geguckt dann, weil ich habe ja keine Karten gekriegt für Mannheim. Und da sage ich noch zu ihr so, und du weißt ja, was passiert, wenn man seine Dinger nicht macht. Ja, genau so war es. Und zack, haben wir dieses Ding gekriegt. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich war komplett entspannt. Weil ich genau gewusst habe, die drehen das Ding noch. Ich war auch nach dem 0-2 noch komplett entspannt und sagte, ja, wart ab. Ja, und dann hat Rebic einfach mal gezeigt, was er eigentlich kann. Ja, wobei das Erste war schon Glück. Da ist ja der Ball auch irgendwie abgefälscht zu ihm geeiert. Gut, ja. Aber das Dritte, also das Dritte war der Hammer. 5-3. Ja. Erstmal am Torwart vorbeigestreichelt das Ding, dann den anlaufenden Verteidiger nochmal mit ausgespielt und dann ganz locker reingehämmert. Jo. War nicht schlecht. Was sagst du zu Abraham? Also ich denke... Da wäre ich im Transfer-Roulette da nochmal drauf gekommen. Okay. Sprach Abraham zu Betraham, kann ich mal dann Zebra haben, aber das ist was anderes. Und lass mal einen Dicker spielen. Ja, genau. Der Frank, hallo Frank, wir hören uns hoffentlich bald. Er schreibt halt auch richtig, dass halt Mannheim von Anfang an wirklich angelaufen ist. Also die haben ja bis jetzt bis auf
Italien zwischendurch mal ganz kurz, haben die ja nie wirklich an Gegner jetzt gehabt, wo sie wirklich einen Druck hatten, der wirklich gepresst hat ab, weiß ich nicht, 25 Meter vom eigenen Tor. Und ja, wenn du keine Testspiele hast gegen hochwertige Gegner, dann kannst du das halt auch nicht irgendwie für einen Ernstfall üben. Training ist das eine und Spiel ist das andere. Und da war mir das schon irgendwie klar, dass die Mannheimer da schon ziemlich schwer zu knacken sind. Gut, für die war das auch, das war wieder so ein Spiel des Jahres. Also das war klar, dass die kämpfen und machen und tun. Und das war auch, bis sie die Puste ausging, auch richtig geil. Das haben sie echt gut gemacht. Schöne vorne drauf, haben uns unter Druck gesetzt, Fehler gewartet, die sind dann natürlich auch entsprechend passiert, gerade in der ersten Hälfte. Und kein Thema. Na, ich dass hätte wir noch nicht, bei weitem noch nicht bei 100% sind, das ist ja auch klar. Man muss dir nichts vormachen. Das hast du ja auch gesehen, Da Costa hat ja auch in der ersten Hälfte auch nicht so richtig viel zustande gebracht. Das war eine gute Flanke, die er geschlagen hat, und ansonsten war er auch nicht so richtig anwesend. Auswechslung durch Durm dann, der hat das gar nicht mal so schlecht gemacht. Also das fand den ich fand ich gut. Ja, ne? Das war ein schönes Ding, also hat schon gepasst. Also das kannst du auch mal spielen lassen. Ja, ich hätte mir halt merkst, die Spiele andersrum gewünscht. Also Mannheim oder ja, das Spiel gegen Mannheim morgen und übermorgen. Oder ja, übermorgen und war du es halt ja vorher, dass du halt quasi noch wirklich so ein gescheites Spiel hast. Bevor es losgeht, ne? Bevor es dann losgeht, weil das ist, du kannst es ja nicht mehr wirklich, hat Freundschaftsspielcharakter. Ja. Also. Ja, also wie gesagt. Wirklicher Test ist jetzt nicht. Nee, da wird jetzt auch nichts mehr antrennen. Ich meine, Vaduz wird genauso wie Tallinn die Atmosphäre aufsaugen, weil sie sowas eigentlich noch nie erlebt haben oder seltenst erlebt haben. Die werden das auch genießen, werden brav abschenken mit, was weiß ich, 1-2-0. Da wird man aufpassen, dass man sich nicht mehr verletzt auf Frankfurter Seite, bevor es dann losgeht. Und dann wird es eine schöne Feier, eine schöne Party und gut ist. Aber das wird jetzt nicht irgendwie herausfordernd sein, da, hey, komm, wir haben 5-0 bei denen gewonnen, da wird das jetzt ein lockerer Aufgalopp werden. Dann bin ich gespannt, wen er da spielen lässt. Und mal gucken und dann sind wir ja auch schon sozusagen beim ersten Bundesligaspiel zu Hause gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim ist jetzt auch noch nicht so richtig drinne, was du gesehen hast dann beim Pokal. Ich hab's zum Glück nicht gesehen, aber irgendwie Begeisterung ist anders. Wobei, die haben ja auch ziemlich viele wichtige Spieler verloren. Das ist ja auch nicht so ohne. Das haben wir auch. Ah ja, aber ich glaube, das tut denen mehr weh wie uns. Ja, die haben zusätzlich noch den Trainer verloren. Darf man nicht vergessen. Deswegen, glaube ich, sind auch so viele gegangen. Das wird sowieso interessant. Das sind, musst du dir mal vorstellen, das sind 8 Mannschaften mit 9 Trainern, von denen viele noch nicht ein einziges Bundesligaspiel haben. Das wird interessant zu sehen, was passiert. Also ich tue mir echt schwer, die anderen alle einzuschätzen. Ich tue mir auch schwer, Frankfurt einzuschätzen, das sage ich ganz ehrlich. Ich bin echt gespannt. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass also so wie Stand aktuell ist, dass Bremen und Hoffenheim eher so Platz 13, 14 mal losstarten bis zum Winter. Bremen auch? Ja, weil Bremen hat den, also da ist in Wirklichkeit Kruse der wichtigste Spieler gewesen. Ja gut. Der ist weg, der ist nicht ersetzt. Und ich habe jetzt irgendwo was gehört, gelesen, irgendwas, dass in Bremen jeder dritte Spieler über 30 ist. Ich meine, das sind kann man jetzt sich das ausrechnen, wie man will, aber die haben jetzt auch nicht mehr den jüngsten Schnitt.
Und da tut sich jetzt nicht viel. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die auch relativ weit hinten sind. Allein Pizarro steht ja schon mal ganz kräftig an. Ja, gut. Ja, gut. Also, naja, gut. Der ist alleine schon der älteste Sturm wahrscheinlich. Er spielt ja auch nicht mehr so oft. Ja, aber wenn er spielt. Wichtig, wichtig. Richtig, wichtig. Was sagst du denn zu Perisic zu Bayern? Gute Frage, aber das könnten wir ins Transferroulette reinnehmen. Okay, frage ich dich dann später. Okay, dann. Ja, haben wir noch was zu Frankfurter zu sagen? Außer Transfers. Na, das ist nichts, was mir einfallen würde. Irgendwas spielerisch noch? Nein, also wie gesagt, erste Halbzeit Mannheim fand ich unterirdisch. Ja, war es auch. Dann schreibt man einen bösen Tweet und dann funktioniert es auf einmal. Das sehr gut. Wahrscheinlich alle gelesen. Alle, die ganze Welt. Das nächste Mal schreibe ich es an. Adi hat gelesen, die Show to go. Genau. Internet.com. Genau. Adi liest Show to go Twitter-Mails und setzt es sofort dann um und faltet sie in der Kabine zusammen. Genau. Und danach laufen sie auf. Alternativ könnte ich das über den Instagram-Account auch machen, weil Hinti hat jetzt Insta. Na, das war doch ein Fake-Account. Hast du es nicht mitgekriegt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass das hat keiner. Na, zwei Stunden später war er schon wieder weg. Naja, Moment mal, ein Account irgendwie anscheinend hat er, den gibt's ja noch. Sicher? Karl gespuckt. Ich habe kein Instagram. Ich bin da raus. Guck halt. Aber ich glaube, das war so ein Keine Ahnung, ich habe das auch nur gehört. Ich keine Ahnung. Glänzt wieder mit Halbwissen. So kennen wir uns. Ja, so kennen wir uns. Ja, wie gesagt, da muss jetzt noch was passieren für Hoffenheim. Da bin ich mal gespannt. Aber eigentlich bin ich guter Dinge. Also ich glaube, dass das so ein 2-1 oder sowas wird. Ja, mir reicht auch ein 1-0. Also das wird, glaube ich, schon eine ganz knappe Geschichte. Aber ich gehe mal oder ich hoffe mal, dass das mit einem guten Ausgang für uns dann in die richtigen Wege leitet für die nächsten Spiele. Vor allem dann auch für die Europa League Qualifikation, wie nennt sich das die letzte Runde dann? A Playoff. Playoff, genau. Playoff, entweder gegen Plovdiv oder Strasbourg. Wobei ich glaube, dieser wenn Strasbourg rausfliegt, ich glaube, das könnte gar nicht so uninteressant für uns werden. Warum? Weil ja dieser Ludwig irgendwas dort spielt. Du meinst den Stürmer, wo ja, durchaus genau. Interesse dran war, der die Hälfte der Saison verpasst hat, in der zweiten Hälfte alles weggefallen hat. Ja, genau. Wer weiß. Ja, richtig, genau. Ja, ich bin ja sowieso mal gespannt. Lass mal Transfers machen. Da können wir drauf zu sprechen kommen. So, warte kurz. So, Entschuldigung. Transfers, ja, drücken wir mal auf den Transferknopf. Das Transferroulette. Ja, Transferroulette. War eine ellenlange Liste, die, glaube ich, schon jeder für sich selber gekürzt hat, weil da so viel Müll mit dabei war. Das war ja schon teilweise nicht mehr feierlich. Oder was sagst du dazu? Ja, das Geilste war hier der Franzose. Wie der da auf die Liste gekommen ist, das war das Geilste. Dein Lieblingsspieler ist weg. Dein Lieblingsspieler ist jetzt in Mogba. Leider. Ja, da passt er auch hin. Ribéry in Katar oder sonst wo, da kann er goldene Steaks essen, da kann er seinen Arschloch raushängen lassen, da gehört er hin. Ja, aber dein, nein, ich meine, deinen Lieblingsspieler, wo du gesagt hast, den willst du unbedingt haben. Den will ich unbedingt haben. Der André, den wolltest du unbedingt haben.
Ja, der ist ja nach Moskau gegangen. Und jetzt, ne, ist er in Moskau. Was ist das? Das ist ja, ja, der, ja, und der Maximilian ist gleich mitgegangen. Ja, genau. Ja, die aber sind beide nach Moskau gegangen. Können wir streichen. Ja, aber dafür haben wir Hinti zurückgeholt mit, keine Ahnung, 9 bis 12 Millionen. Je nachdem, da streiten sich die Geister. Rode, 3,5 Millionen plus Boni. Und Kevin Trapp mit 8 bis 9 Millionen und alle haben einen Vertrag bis 2024. Hoffentlich ohne 50% Beteiligung vom Verein. Ja, aber so viel ist jetzt dann da zu uns kommen nicht passiert. Tavata spielt jetzt in Anderlecht, Tuta spielt in Belgien für ein Jahr. Und Willems in Newcastle mit einem Jahr, also mit Kaufoption. Angeblich kriegt man 1 Million für ihn. Und ich glaube persönlich nicht, dass er zurückkommt von Newcastle. Wollte ihn eigentlich schon im Winter haben. Hat aber dann, warum auch immer, nicht funktioniert. Also ich glaube, der bleibt da, den sehen wir dann nicht mehr. Das finde ich jetzt auch nicht ganz so schlimm. Und Rigotta ist irgendwo hin. Ja, der ist zu Kräuter Fürth, glaube ich. Okay. Ja, das war ja auch so ein Ding. Ich meine, Rigotta, das war, dem wünsche ich auch nur alles Gute, weil, wie gesagt, er hat nie gemurrt. Er war da, wenn man ihn gebraucht hat, hat nicht gemurrt und nix, aber in Zukunft hat er halt überhaupt keine gehabt mehr. Ja, wobei ich glaube, dass der total unproblematisch ist, glaube ich. Ja, deswegen, das meine ich ja. Der hat sich da hingesetzt und hat gesagt, okay, wenn ihr mich braucht, bin ich da. Ich trainiere kräftig mit und ich maul auch nicht, wenn ich halt nicht im Kampf bin. Ne, also, das war wunderbar. Aber Kevin Trapp, was ich raus, ich habe 7 Millionen auf der Uhr, wo ich gesagt habe, 7 Millionen, das ist aber, da hat aber Bobic alles richtig gemacht. Ja, es sind aber dann irgendwie im Nachhinein, ist dann irgendwie rausgekommen, dass 8 bis 9 sein sollen. Was ja egal ist, solange wir nicht mehr zahlen, als was wir damals alles gekriegt haben. Ist alles, alles unter 10. Alles unter 10. Ja, genau. Alles unter 10 ist Hammer. Hinteregger, ja, gut, dass er wieder zu Hause ist, auch geil. Ja, ich finde, ich meine, ich finde das gut, dass er, das, top, dass er da ist. Und ja, der wird sich ja wieder so nahtlos einfügen, wie bevor er weg ist. Aber ich finde, man kann halt den Hype ein bisschen übertreiben. Also diese Free Hinti Army Aktion war ja noch lustig. Aber ja. Ach komm, jetzt lass uns doch mal. Das war doch lustig. Das hat Spaß gemacht. Mal was anderes. War eine durchgeknallte Geschichte. Die sind doch alle nur neidisch, Mann. Nein. Wie gesagt, diese Free Hinti Army Geschichte, das war ja noch ganz lustig, aber das jetzt, ich weiß nicht, feiern, als wenn keine Ahnung, Messi bei uns unterschrieben hätte, das finde ich halt schon ziemlich heftig. Ich meine, ich gönn's ihm und es ist auch lustig und es wird auch wieder abklingen. Ich wollte gerade sagen, aber dass das alles ein bisschen over the top ist, das haben wir auch alle gemerkt, aber wir feiern es halt einfach so. Es gibt halt manche, die es echt übertreiben. Also manche sind ja echt ganz schlimm, aber okay. Ja gut, Satire ist erlaubt. Ja, Satire darf alles. Was ja, weniger Satire ist, dass man anscheinend ernsthaft an Daniel Sturridge dran ist. So wie 13 andere Vereine. Das habe ich allerdings heute erst mitgekriegt. Ist da tatsächlich was dran? Da ist anscheinend tatsächlich was dran. Wobei da, wenn man sich diese Liste da gibt, wo da die Vereine drin sind, da sind Mannschaften aus der zweiten englischen Liga, aus Schottland, aus der Türkei und so, wo du sagst, okay, gut, da wird er jetzt vielleicht nicht unbedingt hingehen wollen. Okay. Aber okay. Ich persönlich glaub's nicht. Weil ich meine, der ist 29 und ich glaube nicht, dass er einen Alea ersetzen kann. Und ja, ich würde auch eher sagen, wir brauchen Jovic-Ersatz, kein Alea-Ersatz.
Also ich finde, dass ein Allaire-Satz fast wichtiger ist, weil der hat halt alle irgendwie in Szene gesetzt und wobei eben ja, Kamada macht das auch nicht schlecht, aber ja, Allaire ist halt einfach ein Tier gewesen. Das ist richtig, das aber ich bin der Meinung, wir brauchen jetzt erstmal einen Knipser, einer, der für 20 Tore in der Saison gut ist. Ja, vielleicht Cenk Tosun, wobei ich nicht glaube, dass der kommt. Der hat ja schon selbst dementiert. Der hat selbst gesagt, gibt Kontakte, aber ich will jetzt erstmal meine Kniegeschichte fertig kriegen und so weiter und so fort. Und zur Zeit ist das überhaupt kein Thema. Ja, ich meine, ich könnte mir eine Laie könnte ich mir durchaus vorstellen, aber dass er von Everton geht, das halte ich für ein ganz, ganz übles Gerücht. Ja, ich denke auch nicht. Ich glaube auch nicht. Wer war noch auf der Liste? Diaz? Dann haben wir, also habe ich denn dann noch drauf. So, dann haben wir den Donis. Also da glaube ich, dass der eher nach Spartak Moskau geht. Den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Der ist zwar schnell und ganz nett, aber dann habe ich ein bisschen bei diesem Hatem Ben Arfa so recherchiert oder versucht zu recherchieren. Da weiß man anscheinend nicht mal wirklich, wer seine Berater sind. Und der war schon öfters vereinslos und hat sich dann halt irgendwie dann dem nächsten Verein angeschlossen. Also, finde ich komisch. Etwas seltsam. Spooky. Ich weiß nicht, ob ich dem vertrauen wollen würde. Wobei der auch schon 32 oder sowas ist. Ich wollte gerade sagen, da kannst du offensives Mittelfeld, links und rechts. Und da haben wir, glaube ich, aktuell genug. Dann eben diesen Ludovic Ayoake oder wie der heißt. Ich tue mir da schwer bei dem Namen. Von Strasbourg. Den ich durchaus interessant finde. Das ist halt auch so ein Tier. Ne? Der ist ja auch irgendwie hoch wie breit. 1,96 oder keine Ahnung wie groß. Ja. Aber da glaube ich, kommt es jetzt darauf an, wie jetzt das Playoff dann ausgeht. Beziehungsweise jetzt die dritte Quali-Runde. Und du meinst, wenn wir sie rausschmeißen, kommt er zu uns? Glaube ich. Beziehungsweise, wenn die jetzt rausfliegen sollten, dann hast du zumindest ein Argument auf deiner Seite, um zu sagen, mach was. Komm zu uns, dann spielst du. Jetzt stell dir mal vor, der haut uns drei Dinger rein. Da drehe ich durch. Also, ne? Das wäre nicht schön. Da will ich den nicht mehr haben. Nicht? Ja, warum nicht? Nein, da will ich ihn nicht mehr haben, wenn er uns drei Dinger reinhaut. Nein, doch, vielleicht schon. Wenn er das schon später hinkriegt, dann. Ja. Dann, ja, torwartmäßig, ja, dieser Michael Esser für Felix Wittwald Geschichte. Ja, halte ich für realistisch, aber ist mir ehrlich gesagt fast egal. Aktuell. Das ist jetzt nicht so dieses Bauchweh-Ding, weil ich finde den Zimbo finde ich ziemlich unterschätzt. Der hätte meiner Meinung nach auch zumindest die Chance verdient, da mal zumindest ein Freundschaftsspiel oder irgendwas zu spielen, weil der ist schon gut. Okay. Und was ich dann noch hätte, mal abgesehen davon, dass wir einen im Sturm bräuchten. Bräuchten ist gut. Wir bräuchten nicht, wir brauchen einen Stürmer. Mindestens einen, wenn nicht zwei. Deswegen dem Thema Abraham, da finde ich halt, war letzte Saison die letzte starke Saison von ihm. Jetzt wird er immer anfälliger und ich glaube, dass wir da dringend noch irgendwen brauchen. Deswegen finde ich jetzt zum Beispiel diese Waldemar Anton-Geschichte noch gar nicht so weg vom Tisch. Ja gut, aber ich sag mal, wir haben noch in der Innenverteidigung, wir haben noch einen Dicker. Weißt du, wenn ja, da muss man schauen, wie der sich gefangen hat. Ja, du glaub mal, das wird die Saison von Ndicka, der wird die Saison richtig geil und richtig oft spielen und das passt. Und ich glaube, dass Abraham tatsächlich der zweite Mann hinter Ndicka ist. Wenn der nicht kann, dann kommt Abraham zum Spielen, ansonsten nicht. Für mich ist Hasebe. Ja, da musst du aber die Kapitänsfrage auch wieder neu stellen. Weil wenn so ein Kapitän, den, keine Ahnung, vielleicht spielen lässt,
Ja, gut. Ja, wenn er nicht spielt, ist ja der Hase B da, ne? Ja, ich glaube, es wird dann eher der Trapo. Meinst du? Ja gut, ich weiß nicht, wir werden sehen. Ich mache es jetzt echt nicht von dieser Kapitänsbinde abhängig, ob der spielt oder nicht. Ich mache es davon abhängig, ob er kann oder nicht kann. Und ich sehe Endika im Moment, der ist schneller, der ist nicht so anfällig, der hat eine gute Übersicht, der hat eine gute Spieleröffnung. Das passt. Das ist ein junger Kerl, der entwickelt sich immer noch weiter, der wird nochmal 2 Schritte diese Saison nach vorne machen. Dann haben wir eine Hase B in der Mitte und wir haben den Hinti auf der anderen Seite. Ja, wobei Hase B jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Und ich glaube, da fängt jetzt dann auch langsam an, der Zahn der Zeit zu nagen. Dann hast du noch einen Russ, der jetzt auch, keine Ahnung, 34 oder sowas ist. Du hast noch einen Touré. Ah, der hat mir bis jetzt überhaupt nicht gefallen. Also, ja. Also selbst gegen schwache Gegner. Zuerst gerade gehört er nicht, also noch nicht. Den sehe ich vielleicht im Augenblick so als Dritter oder sowas, aber weiter vorne nicht. Vergiss mal Fallett nicht. Ne? Ja, stimmt, den haben wir auch noch, ja, aber. Und Fallett, den kannst du halt nur fast nur links spielen lassen. Ja, dann lass ihn halt links spielen. Ist mir dann doch müsstest auch du Hinti nach rechts schieben und der Mitte. Hase. Es gibt genug Möglichkeiten. Ich finde Innenverteidigung. Lass mich in Ruhe, ich will einen Stürmer. Kein Innenverteidiger. Ich will jetzt einen Stürmer. Weißt und zwar einen anständigen und guten. Der Sturm gewinnt Spiele. Die Verteidigung die Meisterschaft. Ja, aber so schlecht ist unsere Verteidigung nicht. Hör mal, was haben wir früher da drinnen stehen gehabt? Ja. Und jetzt guck dir das Ding heute mal an. Da haben wir wirklich, gut, dann spielt ein Russ, der spielt auch mal ein gutes Spiel. Wenn du den einmal bringst, dann kann der das auch. Der kann keine 5 gute Spiele am Stück machen, aber 1 kriegt er fertig. Im Notfall hast du einen Abraham noch, der kann auch mal für ein Spiel, ne? Der wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Spiele machen diese Saison. Aber dann hast du einen dickeren jungen Kerl, der wirklich gut drauf ist. Du hast einen Hinteregger, der, wenn er richtig gut drauf ist, dann ist der eine Wand. Dann hast du Hasebe. Hasebe, der mit seinem Blick und seiner Erfahrung eigentlich fast alles wegmacht. Wenn der nur annähernd eine halbwegs gute Saison spielt, nur halbwegs so gut wie letzte Saison, dann reicht das. Letzte Saison war das ja göttlich, was der abgeliefert hat. Der hat ja nur geguckt, dann wusste er, wo der Ball hingeht und war da. Jetzt wart mal ab. Das passt. Ja, ich hätte halt ganz gerne noch irgendwen so sicherheitshalber. Und dann haben wir noch Fallett. Fallett ist eine Kampfsau. Wenn der sich rein, wenn du den aufstellst, dann rennt der und dann macht der und dann tut der. Und der ist vor allem für die Kabine wichtig. Ja, und das Problem bei Fallett ist halt, der ist halt ziemlich robust und er zieht ziemlich schnell irgendwie Karten. Der fällt dir dann halt unter Umständen auch in jedem 7. Spiel oder sowas aus. Oder in jedem 3. oder wie auch immer. So oft spielt der ja nur auch nicht. Ja, aber du hättest gerne, dass er mehr spielt. Haha. Nein, aber ich bin, wenn ich ein Fallett als Backup habe, dann habe ich einen echt guten Backup. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das passt. Dann haben wir unser Mittelfeld. Ey, wir haben jetzt, was für ein Sechser, wenn du eine Doppel-6 hast, wen würdest du spielen lassen? Rode ist fit. Sagen wir jetzt mal so. Rode ist fit. Wen lässt du spielen? Du hast Chor, du hast Rode, du hast Toro. Ja, du könntest doch mit Fernandes spielen. Du hast Fernandes. Ja, es kommt halt auch drauf an, wirklich, was für ein System wir jetzt da wirklich spielen. Wird es da 4-4-2, bleiben wir bei 3-5-27 oder. Lass mal 3-5-2. Lass mal 3-5-2 machen. Naja, dann stellt sich das eher auf wie letztes Jahr, nur dass du halt die Spieler, die jetzt ausgetauscht worden sind, ergänzt mit den neuen. Das mag ja sein. Wen setzt du auf die Doppel-6?
Willst du Fernandes auf den Doppelsechs sehen? Nein, mit Rode hat es ja relativ gut funktioniert. Das war ja nicht so schlimm mit Rode. Also mit du meinst Rode und Fernandes zusammen? Das hat relativ gut funktioniert. Ja, wenn's nur ums Abräumen geht, ja. Bei Toro, glaube ich, ist macht mit Sicherheit durchaus Sinn, aber ich glaube, dem fehlt einfach noch die Spielerfahrung. Ja, aber wie soll er sie denn kriegen? Dann lass ihn doch spielen. Ja, den musst du ihn sowieso spielen lassen. Was Chor ist jetzt kann deine auch ein bisschen defensiv spielen. Jetzt red dich nicht raus, sag mir jetzt deine zwei Spieler für die Doppel-Sechs. Ja. Wen würdest du aufstellen? Also Rode? Du bist jetzt Adi. Sprich, ich Rode? Ich bin Adi. So, da würde ich ja mal in Barcelona anrufen. Ja, gute Frage. Wenn du noch länger rummachst, dann sind wir um 11 noch bei der Doppel-6. Ja, ich würde wahrscheinlich eher den Chor und Rode hinsetzen. Du würdest Chor und Rode aufstellen, okay. Ich würde Rode und Toro aufstellen. Aber gut. Okay. Weil ich einfach glaube, dass in Toro noch viel mehr steckt, als wir bis jetzt gesehen haben. Und Rode, ich meine, solange er nicht verletzt ist, ich würde auch Rode nicht jedes Spiel spielen lassen. Der braucht immer seine Phase wahrscheinlich, nicht. Wo er seine Ruhephase braucht, wo er einfach, sonst ist der viel zu verletzungsanfällig. Dann ersetzt du eben den Rode mal durch einen Chor oder wie auch immer. Aber wenn es um wirklich was geht, wenn es wirklich wichtig ist, würde ich Rode und Toro spielen lassen. Ja, müssten sich anschauen. Dafür habe ich vom Toro zu wenig gesehen die letzten Monate irgendwie. Oder zu wenig mir gemerkt, sagen wir es mal so. Gut. Außenbahnen sind klar. Kostic. Auf der anderen Seite hast du Da Costa. Und eigentlich für links als auch rechts hast du als Backup Durm. Richtig. Der mir bis jetzt eigentlich relativ gut gefallen hat. Ja, vor allem in Mannheim. Zweite Hälfte, als er für Da Costa kam. War einwandfrei. War richtig gut. Also hat auch super zusammengespielt mit Rebic. Ich glaube, das eine Ding war ja auch eine Vorlage von ihm, das er reingemacht hat dann. Also das sah richtig gut aus. Dann hast du die zwei Seiten auch schon besetzt. Und dann hast du noch einen Achter, Zehner vorne drin, den momentan Kamada gibt. Ja, ist auch die oder siehst du Kamada weiter vorne? Nein, also ich sehe Kamada auf der 10. Und wenn es so kommt, muss man gucken, wer es dann macht von beiden. Sprich, Kamada, so, die Zehner. Einer von beiden, genau. Und dann hast du vorne im Sturm, haben wir drei Mann momentan. Rebic, Joveljic und Paciencia. Wenn Rebic da ist, wenn Rebic bleibt und Rebic da ist und keine Schmerzen hat, ist er gesetzt. Dann spielt prinzipiell er. Ja. Geht gar nicht. Ja. Das ist keine Alternativen. Wem willst du natürlich nicht. Und dann kannst du je nachdem, wie es gebraucht wird als Spielertyp, bringst du entweder Paciencia oder du bringst Joveljic. Wobei ich immer Paciencia starten lassen würde und würde sagen, okay, und wenn er es nicht bringt an dem Tag, dann bringst du Joveljic rein. So wie Jovic in der ersten Saison. Ja, kommt aber, glaube ich, drauf an, auch welche Philosophie du in dem Spiel gerade machen oder umsetzen willst. Ja, natürlich. Weil bei klar. Kopfbällen, ich meine, Joveljic ist jetzt bei Kopfbällen auch nicht unbedingt schwach, aber Paciencia ist halt einfach der Kopfballstärkere. Das ist alles, was du über die Luft lösen willst, da musst du Gonzo reinsetzen, alles andere macht ja keinen Sinn. Genau, wenn du gegen asiatische Mannschaften spielst, bringst du Paciencia. Oder gegen die Talinesen. Oder gegen die Talinesen. Sendungstitel, Talinesen. Aber wie gesagt, andere Zwerge. Ich meine, ich weiß jetzt nicht,
Paciencia kann uns auch alle überraschen. Es kann sein, dass der plötzlich einen Riesenschritt nach vorne macht und auf einmal wirklich annähernd an Allaire rankommt. Keine Ahnung. Das kann ich mir schon vorstellen, weil ich schätze ihn technisch nämlich stärker ein. Ich will es auch nicht. Also wie gesagt, das kann durchaus sein. Das müssen wir jetzt sehen. Aber du kannst von Jovelic nicht erwarten, dass der jedes Spiel von vorne bis hinten spielt und jedes Mal seine zwei Tore macht. Dafür ist er noch viel zu jung. Das ist wirklich so eine Jovic-Nummer, wie wir Jovic die erste Saison hatten, wo der wirklich immer mal am Ende eingewechselt worden ist. Da hat der auch sein Tor gemacht. Ja, das kannst du auch nicht erwarten von ihm. Der also, Typ ist 20 jetzt geworden. Also einen brauchen wir da noch. Wir brauchen da noch einen gestandenen Stürmer, der uns sofort weiterhilft. Wo wir nicht noch ein halbes Jahr warten müssen, bis er sich irgendwo eingelebt hat, sondern der für 12 bis 15 Buden gut ist. Und den muss Bobic jetzt noch irgendwo herkriegen. Möglichst, ich weiß nicht, wann ist Ende? 3.9.? 2.9. 2.9. Bis dahin muss noch einer da sein. We trust in Bobic. Ja, ansonsten, wobei der das ja eh super macht. Ich meine, man hat das ja gesehen. Wir haben, ein Großteil hat geglaubt, oh Gott, da kommt Bobic. Wir sind dem Tode geweiht. Und wenn du dir das jetzt anschaust, dann weißt du eigentlich schon, abgesehen davon, dass er viel dazugelernt hat, aber da weißt du halt schon, dass halt in Stuttgart generell einfach sehr viel schief läuft oder schief gelaufen ist zu seiner Zeit. Also. Kein Thema, aber andere sagen auch, er hat eine Glückssträhne. Naja. Keine Ahnung. Aber er hat sich halt auch ein geiles Team aufgebaut. Ich meine, ein Manga, wie willst du den ersetzen? Aktuell, ich meine, ich kenne jetzt keine Scouts, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn der weggegangen wäre, na, Gratulation. Gratulation. So, ja. jetzt sind wir live. Und jetzt muss ich kurz hoch, weil meine Tochter plärrt. Kannst du ganz kurz 2 Minuten lang unterbrücken? Ich muss nur gucken, was los ist. Ich bin sofort wieder da. Jawohl, geht der mal hinfort. Was kann man denn noch Großartiges erzählen? Das ist immer ein bisschen blöd. Ja, wir haben auch dann einige Abgänge, die vielleicht noch kommen oder die gekommen sind. Ich gehe mal ganz kurz in den Chat rein, weil der liebe Frank noch gemeint hat, wegen dem Timmy, wenn er fit ist. Ich glaube nicht, dass er dieses Jahr noch irgendwie großartig in Szene treten wird, ich glaube, dass er einfach vom Spielertyp da nicht so ganz reinpasst. Und den kannst du auf die Bank setzen und sagen, okay, gut, die letzten vielleicht 15, 20 Minuten spielen lassen, rennt dir die Lunge aus dem Leib. Aber mehr, glaube ich, wird es da nicht werden. Das wird eher so eine, also er und Russ, das wird, glaube ich, eher genauso auslaufen wie Alex Meyer damals. Schau noch, dass du noch ein bisschen was tust, und mehr wird da, glaube ich, nicht mehr passieren. Und prinzipiell von den Transfers, da muss ich ganz kurz mein Dokument rein. Der Markus hat es angesprochen. Perisic ist jetzt für ein Jahr zu den Bayern gegangen, was jetzt natürlich eventuell ein bisschen das Thema Rebic anspricht. Hallo Markus. Nenn mich den Spinnenfänger. Spider-Man-Töter. Das musst du Tobi musste, erklären. Wieso? Ach so. Den Tobi, den Film mit Tobi. MCU. Okay. Ja. Ich bin gerade, mein Held, ich bin gerade bei Perisic ist weg. Kommst genau richtig. Perisic ist weg. Nee, Perisic ist ja da.
Ja, ja, also aber der ist Bayern. Weg von in der Mailand. Genau. Könnte dadurch Bayern natürlich einen Platz für Rebic freigemacht haben. Vielleicht. Glaube ich weniger. Ich befürchte viel eher, dass Itch und Itch, der Freund Itch Perisic und der Vater Itch Kovac. Das ist ja gar kein Itch, das ist ja ein Atsch. Scheiße. Hey, okay, auf jeden Fall. Nochmal. Nee, will nicht nochmal. Auf jeden Fall, ich habe irgendwie. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass die Bayern noch ein Angebot für Rebic machen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch irgendwas passiert. Wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube das irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, dass Kovac ihn will, das wissen wir alle. Perisic ist ein guter Freund von ihm, der spielt jetzt auch noch bei den Bayern. Und wenn jetzt wirklich nicht mehr so viel passiert in dem Bereich, Spieler brauchen sie so oder so, mit ihren 17 Mann kommen sie nicht weit. Jetzt mit Perisic sind es 18. Na gut, insgesamt ist es, glaube ich, 23 oder 22, ne? Ja, aber du kannst ja einen Fiete Arp auch nicht spielen lassen die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, ja, Blödsinn. Da sind Fiete Arp und noch so weiter dabei. Hey, wen haben denn die links außen? Coman. Wie viele Spiele hat der letzte Saison gemacht? Wie oft war er verletzt? Auf den können die sich auch nicht verlassen. Die brauchen noch einen zweiten Mann da. Und ich habe tierische Panik, dass es der Rebic ist. Ja, ist die Frage. Rebic hat den Adler geküsst. Aua. Entschuldigung, mein Fehler. Ah, danke, ich bin taub. Bitte gerne. Rebic hat ja den Adler geküsst am... wann haben wir gespielt? Sonntag. Was jetzt nichts heißt. Große Diskussion bei Twitter. Genau. Alea hat auch gesagt, juhu, ich verarsche euch alle. Übrigens, ich bin wirklich weg. Haha. Ja, ist die Frage, ob er zu für eine Kiste Sprotten nach Inter Mailand wechselt oder bleibt. Oder wenn es doch die Bayern. Wenn er zu den Bayern geht, ihr habt das beim Adler-Podcast zuerst gehört. Haha. Ich will nicht, dass er zu den Bayern geht. Ich will nicht, dass Ante Rebic in, was weiß ich, in Rot gegen uns auf dem Platz steht. Ja, ich will auch. Stellen sich bei mir sämtliche Nackenhaare auf. Ja, müssen wir abwarten. Also ich tendiere eher nach Italien, weil er kann ja, glaube ich, auch ein bisschen Italienisch. Ja, aber meinst du, er hat tatsächlich nochmal Bock auf Italien? Nachdem das einmal schon überhaupt nicht funktioniert hat? Ja, aber das war ja auch ein ganz anderer Verein. Also. Florenz, ne? Ja, das ist. Ja. Wer ist da jetzt? Der gute Kevin. Der gute Kevin spielt jetzt in Lila. Forza Viola, wie man in Wien gerne sagt. Oder wie auch immer. Ja, muss man schauen. Aber wir könnten Nikolai, ich kann das sein, dass dein Handy irgendwie neben dir liegt? Ist jetzt weg? Maybe. Ah, kein GSM-Sound mehr. Echt? Oh, sorry. Oh, GSM-Sound. Gott, jetzt mal Styles. Ha, weg. Wir könnten ein Müller-Konglomerat schnüren. Wir könnten Nikolai Müller zu den Bayern schicken. Ja, das wäre doch cool, Müller und Müller, aber ich glaube nicht, dass er eine Chance da hat. Nein. Du, ich habe gerade eine Anfrage von Marti bekommen. Marti möchte bei Kickbase mitspielen. Muss ich gleich mal beantworten. Hallo Matti, wir sind voll, danke. Was? Was hast du schon wieder gesoffen? Noch nichts, steht noch hier, wird schon langsam warm. Okay, ja, meins auch. Ja? Kickbase machen wir später. Also wie gesagt, ja. Müller ist noch offen, ob der wohin geht. Max Dendera ist noch offen, ob der wohin geht. Da gibt es irgendwie noch Kiel, Heidenheim, die irgendwie Hamburg wollen. HSV ist anscheinend draußen.
Schade. Kamada hat sich, nehme ich mal ganz stark an, erledigt. Nachdem er jetzt eine andere Rücknummer hat, war das für mich eigentlich das Zeichen mit, okay, du bleibst da. Ja, gehe ich auch von aus. Also ich glaube nicht, dass so wie Hütter redet, glaube ich auch nicht, dass er ihn vom Hof lässt. Wiedwald, Esser, Tausch. Okay. Abwarten. Ja. Wenn es passiert, ist okay. Wenn nicht, dann haben wir den von dir so gelobten und heißgeliebten Fallett, der noch irgendwie bei Fortuna und dem FC Nord in Kumkus stehen mag, aber anscheinend hat Düsseldorf irgendwie gemeint, ui, der ist zu teuer. Kannst du mal mit deinem Fallett-Bashing aufhören? Was hast du gegen den? Ich bashe keine Paletten. Was hast du gegen den guten Mann? Nichts Wirksames. Nein, eh nichts. Alles gut. Alles gut. Okay. Dann Miert ist irgendwie ja mal im Gespräch gewesen bei Lazio. Das glaube ich jetzt weniger. Obwohl er ein schönes Tor gegen die geschossen hat. Ja, vielleicht deswegen. Ja, kann sein. Ja, und den Rest haben wir eh schon durchgekaut. Also. Ja, die üblichen Verdächtigen sind weg. Ne? Also, der Prinz kommt nicht. Amiri ging nach Leverkusen. Philipp ist auch in Moskau. Das wird's auf jeden Fall nicht. Jetzt müssen wir abwarten, was noch kommt. Stürmer. Ja, wir brauchen einen Stürmer. Ich hätte Schüle gern gehabt, nur um dich zu ärgern, aber irgendwie. Pain in the ass. Funktioniert nicht. Alter, ich wär, das ist wie Schürle und Ribéry. Ich wäre sofort wieder ausgetreten. Ja. Aber, weil ich zwischendurch in den Chat reinschaue und wir irgendwie nur den Frank da haben, machen wir vielleicht beim nächsten Mal einfacher, dann ist der Frank einfach mit im Podcast mit drin. Weil du meinst unfair von Nico. Und der Nico Kovac hat ja nur gesagt, hat er das irgendwie versichert, dass er im ersten Jahr, wo er nicht da ist, definitiv keinen abwirbt. Das ist, glaube ich, sogar vertraglich so gemacht worden oder so, dass er das irgendwie nicht darf. Das heißt, er kann in Wirklichkeit jetzt eh machen, was er glaubt. Ja, wir führen alle Selbstgespräche. Und ja, wenn du nicht im Chat bist, wirst du es nicht sehen, lieber Markus. Ich bin nicht im Chat. Erzähl, was sagt er denn? Er führt Selbstgespräche. Ja, dann soll er das nächste Mal bitte sein Headset bereithalten und dann kann er sich einwählen und dann kann er mit uns Gespräche führen. Das ist viel einfacher dann. Da muss er nicht mit sich selbst reden. Ja, ab sofort läuft das ja jetzt dann auch wieder koordinierter. Ich hab schon einen ziemlich trockene Pappen. Du willst trinken. Gleich. Da muss man halt, wie er schon richtig sagt, schauen, wie lange Danico noch da ist. Wir wissen es nicht genau. Ja, ich hab beim 93 Kick-Tipp-Spiel mitgemacht und da gab's die Frage, wer hat die erste Trainerentlassung? Ich hab Bayern getippt. Ja, wobei wo habe ich das gehört? Weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf alle Fälle irgendwo gehört, dass der schönste Trainer, der aktuell in der Bundesliga ist, mit weitem Abstand Nico Kovac ist vor Juliane Nagelsmann. Wo ich mir gedacht habe, ganz, ganz wichtige Information und die hätte ich nicht schlafen können. Vielen Dank. Ja, aber hast du gesehen, wer diese Umfrage gemacht hat? Das ist so ein Zwingerportal. Wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Nein, so ein blödes Zwingerportal hat diese Umfrage gemacht. Okay, na, ich habe das nur gehört oder gelesen und mir gedacht, Alter, was, wie wichtig. Ich habe mich so totgelacht, als ich gelesen habe, wer das gemacht hat. Irgendwie, ich muss nochmal nachgucken, wie die heißen. Das ist so ein komisches Swinger-Portal, wo die Leute ihre Fotos hochstellen können und sich ihren Sexpartner für den nächsten Swinger-Club-Besuch aussuchen können. Hm. Und ich habe keine Ahnung, wen sie da gefragt haben. Das Julian Nagelsmann. Ich meine, guck dir das. Sorry. Ich bin jetzt nur ein wenig verwundert, woher du weißt, was auf Swinger-Portalen passiert. Ich hab dann Recherche gemacht. Ah. Ich musste wissen, warum wurde Julian Nagelsmann Zweiter und hab recherchiert. Recherchiert, verstehe. Jetzt aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, ich merke das schon, jetzt habe ich schon wieder verschissen. Auf jeden Fall fand ich die Nummer ja auch geil. Und wie hat sich dann, hast du dieses eine,
diese Pressekonferenz, wo er drauf angesprochen worden ist, dann gesehen? Nein, ich habe das nur gelesen, dass dieses Ranking am Wert, Alter. Da hat er dann auch gesagt, ja, da muss er jetzt wirklich noch dran arbeiten, da muss er mal den Nico anrufen und muss sagen, was er da besser machen muss, damit er dann nächstes Jahr die Nummer 1 ist. Froschhaut implementieren lassen, Slivovitz trinken, Schwein vom Spieß, Cevapcici und dann ist alles gut und nicht irgendwie Botox. Oder und vielleicht eine Hirntransplantation. Weil, ne, Intelligenz macht auch sexy. Ja. Man weiß es nicht genau. Ja. Ja. Durst. Ja, was hast du denn Feines? Haben wir da einen Jingle? Nee, ne? Nein, da haben wir jetzt keinen Jingle dafür. Aber wir sollten da mal einen machen. Muss ich ganz kurz das Licht aufdrehen? Warte, ich habe hier so einen Stock, mit dem kann ich Licht aufdrehen. Wieso sitzt du im Dunkeln? Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist gesund für die Augen. Also, ich habe ein. Für den Tag, ich möchte auch vor Julia werden kommen. Oder so. Mhm, mach das mal. So, was hast du denn Feines? Cool. Eine Glasflasche mit einem violetten Inhalt. Heißt Kukumis. The Sophisticated Lavender. Das Original Deutschlands erstes Erfrischungsgetränk auf Lavendelbasis. Produziert in einer der nachhaltigsten Abfüllanlagen der Welt und was angereichert mit hochwertigem Mineralwasser der Auburg Quelle. Ah. Also man vegan, kann Lavendel auch saufen, okay. Ja. 100% erfrischend und mit einem Hauch von Bergamotte verfeinert. Klingt gut. Klingt eher seltsam. Naja. Wenn du, ich meine, hast du das Foto gesehen von dem, was ich da getwittert habe, wo diese komischen Dinger drin rumschwimmen, was irgendwie Basilikumsamen sein sollen? Ach, das ja. Du bist gerade irgendwie knacksend. Ja, du auch. Wir knacksen gerade um die Wette. Ah, finde ich interessant. Ja, keine Ahnung. Also du kommst hier auch leicht knacksend drüber. Warten wir mal, vielleicht geht das ja weg. Ja, wir machen das mal, weil die Hoffnung. Wir warten, wir sitzen es aus. Ja, ansonsten muss man halt kurz Pause machen. Und dann gleich weitermachen oder so. Ich dachte, du bist der Technik-Freak. Hast du dein Gesöff auch da oder nicht? Ja, ja, ich habe das hier in der Hand. Also es ist eine Glasflasche. Rosel Juice. Rosel ist irgendeine Pflanze, keine Ahnung. Eben mit diesen Basilikumsamen. Ist so ein bisschen leicht rötlich und innen drin schwimmen diese Dinge rum. Die sehen aus wie kleine Quallen. Okay. Aufmachen? Ja, ich hätte meinen schon aufgemacht. Okay. Dann mache ich das jetzt auch mal. So, Boah, riech mal in der Flasche. Ich guck mal in die Flasche, boah, wie spät es ist. Ach, du bist schon wieder, boah. Du hörst mal nur, boah. Wahrscheinlich trinkst du irgendwas Zuckersüßes, was gar nicht so schlecht, aber boah. Nein, da war eben noch, da ist eben die ganze Kohlensäure aus diesem Glas rausgeschossen, während ich eingeatmet habe. Oh, das ist schön, das prickelt immer geil. Ich kipp das jetzt mal. Okay. Also es riecht wie Lavendelgeruch mit Zucker. Und Medizin oder sowas. Soll ich mal ein Foto machen und das twittern von dem Zeug, was ich da habe? Das schaut jetzt beginnt in einem blauen Glas langweilig aus. Nee, das ist kein blaues Glas, das Glas ist weiß. Und deswegen sieht es auch nur. Ach so. Das Knacksen ist übrigens wieder weg. Ach schön, keine Ahnung, woran das lag. Ich kann es ja auch nicht sagen. Ich glaube, das liegt dann an dem, über was ich mich dann aufregen werde. Ah. Das riecht nach nix. Also ich probiere das jetzt mal. Zum Wohl. Ich mache da jetzt ein Foto von und twitter das gleich mal und dann ja, dann könnt ihr entscheiden, ob ich das jetzt trinken soll oder nicht. Du kannst sein, dass du jetzt gleich einen GSM-Ton hast, was ich muss ans Licht gehen.
Scheiße, warte mal, wie liegt was rum? Das muss nicht aufs Foto drauf. So. Keine Pornos, na dann. So. Ach so, das ist die Eintrittskarte vom Swingerclub. Das ist meine Krankmeldung von vor 4 Wochen, Mann. Ja, Krankmeldung. Ich war im Kaffeehaus. Haha. So, warte. Also meins schmeckt. Ich wusste es. Nach Badewasser irgendwie. Ja, Badewasser kann doch lecker sein. So, ich twitter das jetzt einfach mal ohne Sinn und Zweck. Einfach nur das Bild, damit ihr wisst, wie das aussieht. So, bitte. Hast du? Auf unserem Account? Adler Podcast? Ich muss erst mal Twitter finden, danke. Ah, nee, Tweet wird noch gesendet. Ja. Ja, das ist hier scheiße. Ich hänge unten oben auf dem WLAN. Das ist nicht gut. Das dauert. Ich hoffe, es geht durch. Wenn nicht. Gut, warte ab. Entweder er kommt oder nicht. Ich habe oben ein WLAN-Problem. Du hibbelst hier. Also, oben im Keller. Ach so. Na, ist bei euch auch eine Kellerwohnung über euch frei geworden? Nein, es gibt ja einmal hier dieses GEMA-Netzwerk von meinem Stiefsohn hier unten im Keller, über das ich jetzt auch hier podcaste, weil das ist die ganz schnelle Nummer. Ja, das ist und dann habe ich oben noch mal sozusagen das Familiennetzwerk. Das unten zahlt auch er selbst, weil ich habe gesagt, kannst mir mal, wenn du es so schnell brauchst, dann zahl er selber, was er dann auch macht. Und oben dieses scheiß Unity-Media-Teil, das mich zum Wahnsinn treibt. Okay. Und darüber läuft gerade mein Handy, weil hier unten im Keller habe ich keine mobilen Daten. Es ist aber raus. Du kannst es dir angucken. Also dieses Spülwasser schmeckt... Man stellt sich vor, diese Ahoi-Brause. Dieser Brause, die man da so im Wasser so auflöst. Waldmeister, der Hammer. Wodka Ahoi. Ja, aber das... Mit Lavendel und Badewasser. Du knackst übrigens das, schon wieder. Ja, du auch. Danke. Bitte gerne. Das mit Lavendel und Badewasser. Also, als ob du so einen Lavendelschaumbad schlürfst. Genau. Ist doch lecker. Ich weiß und gar nicht, was du hast. Es wird nicht besser von Schluck zu Schluck. Ja, danke. Ehrlich gesagt, traue ich mich nicht. Bier? Ich traue mich nicht an das Zeug ran. Da schwimmen die Dinger drin rum und die sehen eklig aus. Da wird gerade die Zunge reingehangen, damit ich diese Dinger nicht im Mund habe. Schmeckt ein bisschen nach Zuckerwasser. Ich nehme jetzt einen Schluck. Das Dingzeug war schlimmer. Ich weiß noch nicht, was die Basilikumsamen bringen sollen. Machen die jetzt irgendwie, keine Ahnung, gibt es Tinte auf dem Füller oder habe ich morgen eine Haut wie ein 16-Jähriger oder was? Na, du schaust morgen hübscher aus wie Kovac. oder du schaust aus wie Nagelsmann. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, hübscher als Julian bin ich ja schon mal. Also, das schmeckt gar nicht so schlecht. Also dieses Badewasserzeugs, ich muss das dann mit diesem Gin probieren, weil ich habe jetzt ehrlich vergessen, wer das war. Aber irgendwer hat geschrieben, mit Gin kann man das trinken. Okay. Aber also keine Empfehlung für dieses Kukumis, da muss ich mir das andere holen. Da gibt es nämlich noch eins mit Gurkenwasser drin. Ich hasse Gurkenwasser. Ja. Ich hab's letztes Mal irgendwie so einen Saft gehabt, da war auch irgendwie Gurke mit drin und ich finde, Gurke hat so einen scheiß Nachgeschmack im Saft. Gurkensalat ist lecker, habe ich kein Problem mit, aber im Saft geht gar nicht. Ich habe aber, ich weiß keine Ahnung, ob es das in Deutschland auch gibt, aber es gibt in Österreich Sprite mit Gurke seit diesem Jahr. Und das musste ich natürlich probieren und der große Sohnemann hat's getrunken, der hat gemeint, das schmeckt eh gut. Jeder andere hat gemeint, da viel Spaß. Also Sprite-Gurke klingt geil. Also ich kann ja sagen, das Zeug hier, ich habe jetzt den zweiten Schluck genommen. Mehr trinke ich davon auch nicht.
Ja, ich lasse meins auch verdunsten. Luftfeuchtigkeit ist gut, habe ich gehört. Ist auch nicht irgendwie auf Dauer irgendwie lecker oder so. Es schmeckt, wie es aussieht. Sehr strange. Hat einen Kack-Nachgeschmack und du hast immer diese komischen, klitschigen Dinger da im Mund. Na, ich habe meinem Arbeitskollegen, der jetzt dann ab morgen Abend im Urlaub ist, eben mitgeteilt, Kollege, Anweisung, du musst irgendwas mitnehmen, wo ich nicht lesen kann, was es ist. Es muss zu trinken sein und man sollte nicht drauf eingehen, also nicht sterben. Danke. Aber es sollte auch nicht so sehr schmecken. Ja, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Wir machen den Wurstwassertest. Wir besorgen uns verschiedene Wurstsorten und gucken, welches Wurstwasser am leckersten ist. Woher wir diesen ganzen Scheiß immer kriegen, lieber Frank? Aus Geschäften. Also der Kollege Uhlemann fährt gerne zum Chinesen oder wie man in Deutschland sagt, Chinesen seiner Wahl oder nach Nussloch. Wenn es mal wieder keine Handtaschen gibt, muss er aus Frust leider Gottes was zu trinken kaufen. Ja, und ich schaue halt hier in irgendwelchen Geschäften, die also komisch suspekt ausschauen oder sogar beim Spar. Also das, was ich jetzt da habe, das habe ich vom Merkur. Ist auch so ein Supermarktteil. Ganz normaler Ding. Also Supermarkt. Ich gehe immer brav zu meinem Asiaten. Der hat da eine ganze Wand, so eine Wand mit echt massig Getränken an Sachen, wo ich nicht lesen kann, was es ist. Und dann gucke ich mir immer irgendwas raus. Meistens nehme ich meine Tochter mit, die hat so einen Asia-Touch. Die will dann, sagt dann immer, was übrig bleibt, will ich probieren. Meistens nimmt sie einen Schluck und sagt, nee, lass mal. Und dann gucken wir eigentlich, was sieht am ekligsten aus, was wissen wir absolut nicht, was es ist, und das packen wir ein. Und das war jetzt Russell Juice with Basil Seeds. Lecker. Und ich empfehle euch, trinkt es nicht. Es macht aus euch einen Julian. Und ihr wollt kein Julian sein. Glaubt mir. Ja. So zum Thema Getränke. Das kannst du dann dem guten Frank auch schon mal sagen. Ne? Also, ne? Da kann er sich schon mal Gedanken machen. Sagen. Da, ja, Frank, mach dir Gedanken. Wenn du dabei bist, dann musst du da auch durch. Und wenn du nichts findest, ich schick dir was. So. Okay. Was haben wir noch? Let me open the Liste. Wir könnten jetzt mal den Trainer der Eintracht machen. Dann kann ich nämlich schnell die Tochter ins Bett bringen. Wäre das eine machen Idee? Wir. Du spielst den Jingle, ich spiele den Jingle deine Tochter ins Bett. Quatsch. Und ich quatsche. Hoppala, ich glaube, das war der falsche. Professionell. Zu lange aus dem Training. Die Trainer der Eintracht. So, und ich übergebe an Musst du wackeln mit die Hufte. Das ist nämlich der eine komische Maurice-Typ von Madagaskar. Ah, aber du sagtest Nachnamen und der Nachname ist doch Perry und nicht Maurice. War da nicht Vorname? Na, egal. Nee. Heute ist nicht mehr Tag. Bis gleich. Bring deine Tochter ins Bett. Folge 3. Trainer der Eintracht vom 1.4.1925 bis zum 30.6.1926, also ein knappes Jahr, war ein gewisser Maurice Perry. Maurice Perry wurde geboren 1877 in Drefferton-on-Overstry in Wales, also ein Waliser. Hat damals mit der Eintracht in der Bezirksliga Main gespielt. Bezirksliga Main bestand auch nur aus 8 Mannschaften. Geworden ist er am Ende Vierter, also schön Mittelfeld. Sie haben tatsächlich 40 Tore geschossen und nur 28 Tore gefangen, haben aber daraus auch nur 15 zu 13 Punkte gemacht.
Also nicht sonderlich herausragend. Ein Jahr, dann war er wieder weg. Hat allerdings vorher schon ein paar Erfolge gehabt als Spieler. Als Spieler hat er gespielt für Newton, für die Longeaton Rangers, Leicester Foss, was dann irgendwann Leicester City wurde 1919, und für Loughborough. Und hat auch kurz irgendwie für Brighton United gespielt. Die meiste Zeit allerdings bei Liverpool. Und zwar von 1900 bis 1909. Da hat er wirklich 222 Mal für Liverpool gespielt. Hat in diesen gesamten 222 Spielen 4 Tore gemacht. Also nicht so richtig viel. Und hat die damalige Football League Championship Winners Medal gewonnen. 1906. Und eigentlich hat er zweimal mit Liverpool entsprechend Meister. Und da hat er gespielt bis 1909, ist dann zu Wrexham gegangen 1910 und ist dann nach Südafrika 1911 emigriert. Für die walisische Auswahl hat er auch gespielt. Da weiß ich aber nur, dass es von 1901 bis, ich habe keine Ahnung, bis wann war. Das hat er 14 Mal gemacht. Und hat sein erstes Spiel gemacht für die walisische Auswahl am 23. März 1901 gegen Irland im sogenannten British Championship. Nach seiner Spielerkarriere hat er das Ganze dann nochmal als Manager probiert. Erst in Südafrika, ist dann zurückgegangen nach Oratory. Und hat dort den Manager für Oratory Town gemacht. Und dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen, 1914 bis 1918. Und da hat es ihn dann relativ übel erwischt bei einem Gasangriff. Nichtsdestotrotz kam er wieder zurück, hat das Ganze überlebt und hat auch wieder einen Managerposten danach angenommen bei Rotherham County, so rum. Und Rotherham County wurde dann zusammen mit Rotherham Town zusammengelegt zu Rotherham United. Und das Ganze war 1925. Nach seiner Managerkarriere ist er Trainer geworden. Und zwar zuerst in den 1920ern, relativ am Anfang muss das gewesen sein, war er tatsächlich Trainer vom FC Barcelona. Ist dann eben für dieses eine Jahr zu Frankfurt gekommen, von 1925 bis 1926. Und hatte danach noch Stationen beim ersten FC Köln. Und ganz am Ende tatsächlich auch nochmal Trainer bei Liverpool. Gestorben ist er dann in der Nähe von Budel, wo auch immer das liegt. Ich nehme an, das ist wieder irgendwas. Wird irgendwo in Großbritannien sein, im Alter von 57 Jahren. Das war unser Trainer von tatsächlich vom April 1925 bis zum Juni 1926. Mehr gibt es leider über den guten Mann nicht zu sagen. Mehr war jetzt auch nicht herauszufinden. Ich bin jetzt mal gespannt, wen wir dann in unserer nächsten Folge haben. Ob das wieder einer ist, über den wir mehr erfahren. Und ansonsten hoffe ich jetzt einfach mal, dass der gute Joe wieder auftaucht. Sonst erzähle ich euch irgendwie über ein paar schlechte Witze oder so. Okay. Er scheint wieder da zu sein. Das hat das sehr gut gemacht. Wow, du klingst aber immer kratziger. Ja, danke. Die Blumen gehen zurück. So, jetzt höre ich gar nichts mehr von dir, wenn ich ehrlich bin. Mit Echo und allem drum und dran. Wenn ich auch so klinge, dann viel Spaß für unsere Zuhörer. Nein, also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt ist. Also ich verstehe dich kaum. Na, jetzt geht's wieder. Nö. Du klingst furchtbar. Du klingst ungefähr so, als würdest du vom Mars senden. Eigentlich
Nein. Es hat sich nichts verändert, außer dass jetzt das Geknackse weg ist. Nein, du klingst ganz furchtbar. Egal, wir reden weiter. Ja, ich verstehe dich ja nicht, das ist ja das Problem. Du klingst, ah, ja. Na gut, wir versuchen es mal weiterzumachen. Ja, das war unser Trainer. Was? Wir werden in Folge 93 oder sowas noch immer damit arbeiten. Mit unserer Technik? Genau. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwo ein professionelles Studio mieten. Unbedingt, unbedingt. Na, wir müssen sowieso irgendwann mal, muss ich dann irgendwann mal zu euch kommen, dann müssen wir mal eine Folge machen, wo wir zusammen mal einen Tisch sitzen. Mit so Bier, eine, das willst du nicht. Mit Bier? Bier habe ich nicht. Du sitzt mit am Tisch, das ist viel schlimmer. Ho, ho. Danke, das war's für diese Woche. ja, nein. Ja. Irgendwann müssen wir mal so eine Folge machen, wo wir, keine Ahnung, alle an einem Tisch sitzen. Aber das hat ja noch Zeit. Das hat noch Zeit. Wir arbeiten noch darauf hin. Ja, wir arbeiten noch hin. Ja, wir haben ja in Wirklichkeit noch eine andere Kategorie, wo wir jetzt noch nichts haben zum Einspielen als Jingle. Nachdem wir uns ja immer aufregen, gibt es jetzt den Aufreger der Woche. Das machen wir. Fangen wir mit deinem Aufreger an oder mit dem für alle? Ich hätte mal mit dem für alle angefangen, weil ich glaube, ich will eigentlich gar nicht viel drüber reden, weil das ist sonst wieder zu viel Space, was man diesem Idioten gibt. Okay. Aber, ja, Schalke 04 und dieser Clemens Tönjes. Ist schon ein fester Trottel, oder, dieser Typ? Aussage Tönjes war, baut mehr Kraftwerke in Afrika, dann fällen sie weniger Bäume. Und wenn es hell ist, ist es nicht so dunkel und sie produzieren nicht so viele Kinder. So ungefähr war das auf jeden Fall. Genau. Alter, was für ein das ist nicht mal subtil, was für ein Riesenarschloch. Also ich meine, mal ganz ehrlich, das geht einfach nicht. Du kannst in so einer Position, wenn du so bist, kannst du nicht sowas raushauen und dann noch erwarten, dass du dich, wenn du dich bei deinem Verein entschuldigst, dass es das war. Er sollte sich lieber mal bei denen entschuldigen, die er auch wirklich beleidigt hat. Naja, vor allen Dingen, was war das für eine? Das wäre ja nicht mehr wirklich eine Entschuldigung, das wäre nur so ein, oh, Entschuldigung, my fault. Was ist? Ein Blödsinn. Das ist cool, ich versuche das zusammenzustückeln, was du mir gerade sagst, weil ich es kaum verstehe. Also ich glaube, zu verstanden zu haben, dass du gesagt hast, was war das für eine Kack-Entschuldigung? Das war gar nichts. Das war, ich verstehe nicht, wie ein Verein wie Schalke 04. Nein, der Verein muss größer sein als die Person. Und in dem Fall ist es so, dass Schalke 04 den Schwanz einzieht vor Tönjes und sagt, okay, lass es 3 Monate ruhen und gut ist. Ey, was soll die Scheiße? Ja, das ist nur finanzielle Abhängigkeit, mehr ist das nicht. Ja, scheiß auf finanziell. Das ist doch nicht tragbar. Das kannst du doch als Präsident eines Fußballvereines nicht sagen. Vor allem nicht, wenn in deiner eigenen Statuten drinne steht, was nicht toleriert wird, Rassismus und so weiter und so fort. Und dann haust du so ein Teil raus. Ey, sorry. Geht gar nicht. Und ich kann jeden Schalker-Fan verstehen, der sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Das ist halt, ja, ich finde es einfach eine Katastrophe, dass sich, wie du schon richtig sagst, der Verein einfach hinstellt und sagt, oh, ja, ist jetzt nicht so toll, aber wir geloben Besserung, so die Richtung. Da gibt es kein wir geloben Besserung, da heißt es einfach nur tschüss. Es ist einfach eine rechte rassistische Scheiße und die gehört da nicht hin. Schluss aus. So sehe ich das. Ja, und ich glaube, damit hat er schon genug Platz gefunden in unseren Herzen. Haha. Nein, also das ist einfach, ich finde es einfach
eine Frechheit, dass sowas durchgehen kann. Vor allen Dingen heutzutage, wo du eh schon ständig diese Probleme hast. Und dann kommt eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, die ein Geschäftsmann ist und stellt sich hin und erzählt dann so einen Scheiß. Und dann auch noch wundern, wenn man sagt, du, das war jetzt nicht cool. Ja, und dann auch drüber wundern und dann sagen, ah, ja, okay, es war vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber naja, es war ja nicht so gemeint. Was heißt das? Ja, war nicht so gemeint. Ich find das krass, dass es jetzt natürlich auch noch wirklich tatsächlich, also sowohl ein Funkel als ein Eberl, als auch ein Armin Fee, okay, den lassen wir mal außen vor, das ist, oder ein Simons Rolfes, tatsächlich sagen, okay, die Aussage geht gar nicht, ist ganz schlimm und überhaupt, aber man sollte ja jetzt den guten Mann nicht so, ey Leute, natürlich sollte man, was soll das? Das sind ganz andere, sind schon für ganz andere Aussagen irgendwie, mussten zurücktreten und sowas ist halt einfach nicht tragbar. Sowas kann man nicht akzeptieren, es tut mir leid. Jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel hier. Wir haben ja damals das Shirt rausgebracht und da wurde sich ja schon aufgeregt wegen der Schrift. Das könnte falsch verstanden werden. Alter, das ist eine Schrift. Und da kommt dann ein, ja, geh, ist ja nicht so schlimm. Also, ja. Nee, tut mir leid. Die Relation da verstehe ich schon alleine nicht. Und dann so eine halbseitige Entschuldigung da rauszuhauen, das hat's nicht besser gemacht. Und ich kann wirklich jeden Schalker-Fan verstehen, der sagt, hallo, das ist nicht mehr mein Verein, wenn sie hier weiterhin hinter diesem Mann stehen. Das kann ich nachvollziehen. Ich hätte da keinen Bock mehr drauf. Na gut. Ja, aber was will man machen? Ja, was will man machen? Das ist die Aussage. Was will man machen? Wenn man nie was macht, dann wird das alles nicht besser. Dann wird das alles immer nur noch schlimmer. Ja, nein, das ist schon richtig. Aber ich meine jetzt, also ich zum Beispiel, ich könnte jetzt, außer dass ich an einen Brief hinschreibe und sage, lustiger, schleich dich. Ich finde das einfach scheiße. Mehr kann ich jetzt zum Beispiel als komplett Außenstehender gar nicht machen. Ich kann mich nur drüber aufregen. Es wird ihm aber nur leider Gottes egal sein oder es wird dem Verein egal sein. Der wird erst dann, glaube ich, handeln, wenn er einen Druck kriegt, dass eben Mitglieder ja die Mitgliedschaft kündigen, keiner ins Stadion kommt oder sonst irgendwelche Sachen. Dann wird, glaube ich, erst reagiert. Vorher wird da nichts passieren. Davon gehe ich aus. Aber wie gesagt, dafür, ich meine, du hast es ja jetzt schon beim ersten Spiel gesehen, beim DFB-Pokalspiel. Da ging es ja schon los. Und ich glaube nicht, dass die Ruhe halten. Und das tun sie auch zu Recht nicht. Ich bin echt mal gespannt, was da noch passiert. Ob jetzt wirklich 3 Monate, dann ist Ruhe und alles wird unter den Tisch gekehrt oder ob da wirklich noch was passiert. Aber ja, wobei, ich glaube, das war ja, glaube ich, nicht mal der Verein, oder? Ich glaube, das hat ja er irgendwo gesagt oder geschrieben oder sowas mit, naja, dass er jetzt quasi 3 Monate lang die Füße still hält oder irgend sowas. War das nicht sowas von ihm? Ja, das wird mit Absprache. Ich meine, es ist vollkommen, es ist vollkommen egal, von wem das in Wirklichkeit kommt. Also. Es wird ja Absprache gewesen sein zwischen Verein und ihm, dass sie gesagt haben, okay, dann lassen wir das jetzt 3 Monate ruhen, dann ist da Gras drüber gewachsen und dann machen wir ganz normal weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist und ich glaube auch nicht, dass es diesmal funktioniert. Na, ich hoffe, dass es nicht funktioniert. Weil das darf einfach nicht funktionieren. Also nicht nur, vollkommen egal, wie die Zeiten heutzutage sind, das darf einfach nicht durchgehen, sowas. Punkt. Genau. So sehe ich das auch. Lass uns das Thema abhaken. Genau. Abgehakt. Ja, du hast gesagt, du hast nichts zum Aufregen. Weil du eine schöne Woche hattest. Ich hatte letzte Woche Urlaub. War eine relativ entspannte Geschichte. Ich war im Legoland mit den Kindern, da habe ich mich aufgeregt, weil es einfach nur voll war. Du 3 Stunden gestanden hast, um irgendwie 5 Sekunden Achterbahn zu fahren, aber ansonsten ist alles gut. Sehr gut. Magenta. Hallo, liebe Leute von Magenta.
Ich finde euch schlecht und euren Service noch schlechter. Mal abgesehen von euren Produkten. So könnte eine Werbung von denen klingen oder so sollte eine Werbung klingen. Ich habe ein Produkt erworben, das nennt sich Hybrid 100. Das heißt, ich kriege einen Teil über DSL und einen Teil über LTE. Internet. Soweit, so gut. Sollte 100 Mbit erreichen. Funktioniert aber nicht. Und die einzige Antwort, die du kriegst von denen ist, na, sie haben eh Rückgaberechte, geben sie das Produkt einfach zurück. Punkt. Aha. Ja, das ist deren Kundenservice. Das interessiert keinen. Und dann, ich habe einen Vertrag, den ich schlauerweise noch nicht unterschrieben zurückgeschickt habe, habe ich einmal nachgeschaut. Sie garantieren dir im Vertrag eine maximale Bandbreite über DSL von circa 16 Mbit und über LTE, glaube ich, 21 Mbit. Also in Summe kommst du auf 41,55 Mbit, was sie dir maximal garantieren, aber sie verkaufen dir ein Produkt mit bis zu 100 Mbit. Super, oder? Selbst im Vertrag steht drin, dass nicht geht. Ja, das ist ja, Telekom halt, ne? Genau, sie bieten dir halt an, ja, sie können ja auf die 30 Mbit runter. Ja, aber dann hätte ich gleich die 30 Mbit genommen, wenn ich sage, die reichen mir. Also du kriegst jetzt, hast jetzt maximal 100, maximal 51. Nein, ich krieg beworben wird's mit 100, vertraglich maximal 41 und in Wirklichkeit kriege ich 28 zusammen. Wow. Sensationell. Zahlst aber für 100. Zahl aber für 100. Und ich habe jetzt dann zudem, weil ich jetzt im Shop war und dann gemeint, meine alten Sachen zurückgegeben habe von Wien, wo das ja noch funktioniert hat. Und habe dann zudem gemeint, wir können uns einigen. Ich zahle auch bis zu 39,90 Euro im Monat. So wie ihr bis zu anbietet, werde ich euch bis zu zahlen. Dann werde ich mir einfach einen Netmonitor dazwischen hängen, werde mir einen Kilobitpreis aussuchen, würde sagen, so, ich rechne mir jetzt aus, was ich für einen Durchschnitt hatte im Monat und die Leistung zahle ich euch. Vielleicht. Das probier mal. Na, die erste Meldung daraufhin war, ja, sie können es ja zurückgeben. Okay. Und ja, das werden wir jetzt dann auch tun. Okay. Heißt, wir werden den Provider wechseln und fertig. Das heißt, wir können nächste Woche wieder nicht aufnehmen. Das sollte sich eigentlich ausgehen, weil ich habe bei dem Produkt, das ist ja das nächste, drei Einheiten oder drei Personen sagen mir 28 Tage Rückgaberecht und zwei Parteien sagen mir 14 Tage Rückgaberecht. Wobei ich zu der letzten gemeint habe, die 14 Tage habe ich sowieso rechtlich, also die sind sowieso wurscht. Jetzt bin ich mal gespannt. Also weder der Support über Twitter noch der über WhatsApp, weil du kannst ja dort nicht wirklich anrufen, außer bei der Technik. Musst mit WhatsApp, über WhatsApp mit denen reden, das macht voll Spaß. Das ist so furchtbar mittlerweile. Das ist so unglaublich, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, diese Kacke. Ja, ich habe damals angerufen, oder ich wollte anrufen und fragen, hallo, ich siedle um und ich würde gerne wissen, nachdem UPC, sprich in Deutschland Unity Media, ist in Österreich gekauft worden von Magenta, also von T-Mobile T-System. Und das heißt, ich bin Bestandskunde und habe gesagt, ich wechsle meinen Standort. Daraufhin haben die gesagt, kriegen Sie eine neue Kundennummer, wir kündigen einfach das andere. Warum? Ihr braucht ja nur die Adresse überschreiben und gebt mir einfach die neuen Sachen und gut ist. Nein, das ist ein anderes Bundesland und eine andere Technologie. Sie brauchen einen neuen Vertrag. Aha. Okay. Also, nicht zu empfehlen, wenn man außerhalb vom Ballungsgebiet wohnt. Eine echte Katastrophe und ja, ich muss mir da noch irgendwas überlegen. Das funktioniert so nicht.
Aber normalerweise sollte das gehen, dass sich das dann nahtlos überschneidet mit alter Provider, neuer Provider. Weil die Leitung wird ja von der österreichischen Telekom hergestellt, zu der ich jetzt dann auch wechsle. Oder wir wechseln. Mhm. Und das heißt, da ändert sich in Wirklichkeit nur das, nur die Kiste und dann habe ich vielleicht, vielleicht dauert das 2 Stunden oder sowas. So der Plan. Ja, warte mal ab. Ist klar. Wir werden sehen. Der Vorteil ist, dass ich bei A1, also bei der österreichischen Telekom, anderen Zugang habe. Also da kann man unter Umständen Druck machen. Was ist Magenta? Ist die Deutsche Telekom oder was? Genau, Deutsche Telekom, die heißt halt im Ausland, hieß sie dann T-Mobile. Dann war es also gesplittet worden auf T-Mobile für Handyzeugs und T-System für Internet. Und jetzt haben sie halt das Ganze umbenannt auf Magenta mit neuem, also neues Branding würde ich jetzt nicht nennen, aber sie haben halt einfach dieses T weggenommen und nennen es Magenta. Und wenn du dort in einen Shop reingehst, schaut das aus, wenn du beim Pimki Klamotten für Mädels kaufen willst. Alles rosa, Holz, Silber, bling bling. Das hätte dich doch schon abschrecken müssen. Da hättest du doch schon sagen müssen, nein. Ja, aber du musst reingehen. Allein, dass ich gehe in dieses Geschäft rein, da sind mir zwei Hasen entgegengekommen. Nein, zwei Typen entgegengekommen. Ach so. Die gemeint haben, willst du Nummer haben? Ich habe mich dann angeschaut und dann gibt er mir halt den Zettel. Und ich habe trotzdem noch 1 Stunde gewartet. Und die haben einfach gesagt, die haben keinen Bock mehr zu warten. Willst du Nummer haben? willst du Nummer haben? Bisher an so. Hey, ich gebe dir 5 Gigabyte. Ich gebe dir 60 Gigabyte für 20 Euro, Alter. Aber telefonieren geht nichts. Hey, Alter, hör auf. Ich kann auch telefonieren. Ich weiß auch nicht, warum ich das gekriegt habe damals von O2. Da gab es ja diese 15 Jahre O2, da hast du 15 Gigabyte gekriegt und ich habe ja mit Kündigung gedroht, weil sie mir das nicht geben wollten. Bei meiner Frau Vertrag ging es, 29,99 für 15 Gigabyte. Dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was, dann kündige ich die Scheiße, hab die Scheiße gekündigt, dann habe ich mit denen telefoniert und dann haben sie mir diese 15 Gigabyte für 19,99 gegeben. Wow, amazing. Amazing. Und dann bin ich halt das letzte Mal hingegangen und habe gesagt, so Leute, ich muss jetzt bei meinen Kindern noch was ändern und so weiter und so fort. Das ist noch scheiß Verträge. Und dann sagt er, dann wollen wir ihren auch verlängern. Sag ich, was habe ich denn davon? Sagt er, 2 Zentimeter mehr. Aha, aha. Nee, sowas nicht. Er sagt, ich gebe ihm ein iPhone 8. Ich so, kann ich gebrauchen. Nehme ich mit, können wir verlängern. Und dann macht er da und sagt dann, ja, aber dann haben sie keine 15 Gigabyte mehr, dann haben sie nur noch 10. Naja, ich habe die 15 eh nie aufgebraucht, solange das bei 20 Euro bleibt, ist das okay, dann reichen mir auch 10 Gigabyte. Und dann gibt er das ein und sagt er, ach, gucken Sie mal, jetzt haben die gerade ihr altes Gigabyte-Datenvolumen vervierfacht, weil sie langjähriger Kunde sind. Ich so, ja wie? So ja, was aber auch. Sie haben jetzt 60 Gigabyte. Ich so, ja was? Ja, 60 Gigabyte. Ich so, ja gut. Dann hätte ich gerne noch eine Datenkarte dazu. Vielleicht brauche ich irgendwann mal ein Tablet. Dann hat er mir noch eine Datenkarte dazu ausgestellt. Die hat mir auch nichts gekostet. Und seitdem habe ich 60 Gigabyte für 19,99 Euro. In einem scheiß Netz, aber... Aber 60 Gigabyte. Aber 60 Gigabyte Datenvolumen. Das musst du erstmal für den Preis haben in Deutschland. Das hat, glaube ich, nicht viele. Ja, wenn ich überlege, mein erstes Handy, das war 1900 langsam, keine Ahnung, 93... 94, ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle so ein Motorola-Ziegel von E+. Oh, du hast schon E+ gehabt? Ich habe damals ein Siemens S4? Ja, geh Siemens weg mit S4. Siemens-Handys. Ja, hallo? Damals war das noch... Müll. Hallo? Nein, damals war das gut. Siemens S4 von Vodafone. Das war mein erstes. Aber da gab es noch gar kein E+. Da gab es D1 und D2. Mehr gab es da nicht. Aber ich bin ja auch ein paar Jahre älter als du. Diese 30 Jahre sollte man nicht unterschätzen. Da ist viel Technologie passiert. Ja, dafür siehst du 25 Jahre älter aus. Ja, was? Ja, das muss man zusammenbringen. Siehst du mal. Ja, aber weil wir schon bei teuer sind und sowas. Ich hätte eine Frage an die Firma Ölbach Kabel GmbH. Wer ist das denn?
Also Punkt 1, ich würde mir von euch ja mal definitiv nie ein Kabel kaufen. Nie. Überhaupt nie. Nie im Leben. Nicht einmal für irgendwas. Die stellen so Deluxe-Kabel her. Bekommst du ein Kaltgerätekabel. Das sind diese Kabel, die du halt zum Beispiel im Computer drin stecken hast. Also nicht im Laptop, sondern normaler Stand-PC. Die mit diesem breiten Stecker, mit den drei Dingern, mit diesem C15-Stecker. Und auf der anderen Seite Schuko. Mhm. 5 Meter Länge. Was glaubst du, was kann sowas kosten? Bestimmt schon mal gekauft, Verlängerungskabel oder für einen PC oder sowas. 9,95? Glaubt man bei Ölbach. 499 Euro. Bitte? 499 Euro. Das ist ernsthaft gemeint. Mit Diamantbau, nein, staubbeschichtet, nein, Gold unterlegt, Platin. 24 Karat vergoldete Kontakte. Das ist bei Strom ganz wichtig, beim Stromkabel vor allen Dingen. Nicht? Dann, liebe Freunde von Ölbach, wozu zur Hölle brauche ich 4 mm, nicht Quadrat, sondern 4 mm Litzen in einem Stromkabel? Ich kann bzw. darf gar nicht mehr wie 16 Ampere Strom durchschicken. Was will ich denn damit betreiben? Ein Kernkraftwerk, 64 Ampere, 32 Ampere Single Phase oder was soll denn dieser Mist? Kann mir das bitte irgendwer erklären, warum Ölbach-Kabel so viel teurer sind? Weil du ein Atomkraftwerk damit betreiben kannst. Hallo. Da haust du den Atomreaktor hinten in Dings, in den Keller rein, da steckst du dein Ölbachkabel dran und dann kannst du dein ganzes Haus mit betreiben, mit einem Atomreaktor und einem Ölbach. Und einem Kabel. Du hast so gar keine Ahnung. Alter. Ja, ich habe das schon erfahren. Ich habe heute erfahren, dass das Killer-Argument ist, du hast dort mehr Litzen in diesem Kabel drin. Mehr was? Und mehr Litzen, also mehr einzelne Drähte. Ich habe auch ganz viele Drähte hier unten in meinem Werkzeug. Ja, aber du hast dort mehr drin. Ja, das noch ist mehr. Unbelievable, noch mehr. Vor alle Fälle eine Katastrophe. Und ich würde gerne von irgendwem, entweder wenn uns ja von Ölbach Kabel GmbH hört, oder der Ölbach-Kabel besitzt, kauft, wie auch immer, würde ich gerne wissen, warum kauft man ein Netzwerkkabel, ganz normal, blöd, 20 Meter um 365 Euro. Warum macht man sowas? Warum kauft man ein iPhone für 1200 Euro, wenn man das Ganze auch aus China für 499 haben kann? Weiß ich nicht, weil ich habe mir noch nie ein Handy gekauft um über 1000 Euro. War im Angebot, 998. Nein, aber das würde ich echt gerne wissen. Ich meine, es ist eine sinnlose Frage, aber warum? Ich verstehe es nicht. Wie kann sich eine Firma so halten? Wie viele Projekte machst du denn im Jahr, wo du sowas verkaufst? Eins. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was die Jungs da... Wenn es dich nicht interessiert, wo dein Geld hingeht, dann kaufst du dir halt vielleicht mal statt einen normalen Stromkabel für 6,95 im Dreierverteiler halt einen Fünferverteiler von Ölbach für 1200 Euro. Na, es gibt einen Achtfachverteiler darf ich nicht lügen? Ich glaube 400 oder sowas. Ja, aber der hat 8-mal Schuko, toll. Danke. Aber den stellst du halt nicht unter den Schreibtisch, den machst du oben aufs Regal. Da blinkt gibt's der. Spots drauf. Da ist wahrscheinlich eine LED-Beleuchtung dran. Das leuchtet dann auf, wenn der. Nein! Warum denn nicht? Na, oh ja, es hat schon ein. Nein, der Prüfer hat das. Dann ist da halt eingraviert in Gold Ölbach und jeder weiß. Du hast es geschafft. Du hast einen Stromverteiler. Ja. Du bist es. Du bist der, der es geschafft hat. Du kannst jetzt Mbappé kaufen und an Eintracht Frankfurt verleihen. Für 1,50 Euro. Damit Frankfurt nicht so viel bezahlen muss. Nein, also du hast den Ölbach-Verteiler.
Sollte irgendwer da draußen das hören, mich würde das wirklich, wirklich, wirklich interessieren. Warum macht man sowas? Warum kauft man? Wie kann sich eine Firma so erhalten? Das ist mir echt ein Rätsel. Aber wie du siehst, sie tun's. Ja, sonst würd's dir nicht so lang geben. Außer irgendwer ist sehr langweilig. Das kommt auch öfters vor. Ja. So, das war jetzt noch, bitte. Das waren die Aufreger der Woche? Das waren jetzt meine Aufreger der Woche, jawohl. Ansonsten hast du noch nur einfallen, also wie Webseite der Woche hätte ich nicht direkt, sondern nur wieder so lustiges Video. Nee, Lars, kein Video heute. Das kann man verschieben. Ansonsten hätte ich nur noch drei kleine Empfehlungen. Dann hau mal deine Empfehlungen raus. Mal sehen, ob sie sich halbwegs mit meinen decken. Eins bestimmt. Ah, vielleicht sogar zwei. Okay. Also, fangen wir mal ganz, ganz seicht an. Also, ich habe mir jetzt wieder Netflix abonniert. Ich will das nur anmerken. Okay. Ja, ich habe es eh schon in der Watchlist drin, aber ich habe noch nicht angefangen. Okay. Und habe mir die Beschreibung von der Serie The End of the Fucking World durchgelesen und habe mir gedacht, hey, das ist perfekt zum Einschlafen. Einfach Hirn auf den Nachttisch legen, schauen und nicht drüber nachdenken. Sehr, sehr seicht, relativ wenig Dialoge. Da geht's um einen Typen, der ist 17, heißt James. Und allein die Vorgeschichte ist schon super. Der hat mit 8 festgestellt, ich habe keine Gefühle, mir ist alles scheißegal. Um das zu prüfen, hat er dann einen Test gemacht. Sein Vater hat, da war er 15, eine Friteuse gekauft. Da hat er einfach mal seine Hand reingesteckt, um zu schauen, ob er Gefühle hat. Er hat gemeint, nein. Okay, seitdem hat er eine seltsame Hand. Hat dann angefangen, Katzen in Schuhkartons zu verpacken und umzubringen und dann zu verschachern. War ihm auch ziemlich egal. Und sein nächstes großes Ding ist, wie fühlt sich das an, wenn ich was Großes töte? Daraufhin, okay, so ziemlich die erste Szene mit anderen Schauspielern. Er sitzt in der Schule, Highschool, was auch immer. Da kommt dann ein Mädel zu ihm und sagt irgendwas zu ihm. Seine erste Reaktion darauf, fick dich. Und das geht halt die ganze Zeit so durch. Also sie fahren dann gemeinsam durch die Gegend, wo er seinem Vater auf die Schnauze haut, um sein Auto zu klauen. Dann bringen sie durch Zufall wen um. Huch, also, er ist tot. Okay. Ja, ich will da nicht zu viel spoilern. Auf alle Fälle kann man sich anschauen, wenn man einfach nicht drüber nachdenken will und sich einfach nicht fragen will, warum das so ist, aber es passt perfekt in dieses Weltbild heute. Dieses Gott, solche Menschen rennen wirklich rum. Schmecken eigentlich deine Chips? Nö. Frage für einen Freund. Geht so. Warum hört man mich schmatzen? Nein, das geht schon. Das ist nur crispy. Ja, weiche Chips sind auch eklig. Wohl okay, war. Ist das die einzige Serie, die du zu empfehlen hast? Weil dann hätte Nein, ich auch hätte dann eine. Noch was von einer Serie. Na ja, gut, dann mach die zweite noch, bevor ich meine loslasse. Also, es geht eigentlich um einen Teil von einer Serie. Und zwar heißt dies auf Amazon Prime. Kostenlos. Heißt This is Football. Es gibt eine Staffel. Hab ich auch gesehen. Und da ist, also prinzipiell ist es gut aufgebaut, finde ich. Wichtig ist für uns eigentlich nur die Folge 3, die nennt sich Chance. Ich glaube, eigentlich sollte es eher darum gehen, wie blöd man sein kann, dass man 1-0 führt und dann immer noch 2-1 verliert und dann kein Champions-League-Sieger wird. Und dann geht es halt darum, dass man halt seine Chance nutzen kann, weil man hat immer eine Chance und dann ist so ein Typ da, der halt ausrechnet, wie die Statistik ist, dass eben von 3 Toren 2 durch Zufall entstehen, 1 ist geplant. Und dort sieht man relativ viel von der Eintracht, DFB-Pokalfinale und sau viel oder relativ viel mit guten Infos und Einblicken von Peter Fischer. Also wie er zur Eintracht gekommen ist, warum er bei der Eintracht ist. Da ist so Interview-Ausschnitte drin. Und fand ich ziemlich cool. Und was noch ganz nett ist, diese Folge ist auch so ein leichtes Bayern-Bashing vom Herrn Kahn. Ganz leicht. Also der Herr Kahn
sagt einfach, wie es ist. Oh. Fertig. Also. Nein, habe ich auch gesehen. Die Folge war super. Die war echt gut. Die anderen habe ich nicht geguckt. Doch den ersten Teil habe ich 3/4 geguckt. Die anderen noch nicht. Und dann habe ich mir gleich den dritten Teil mal reingezogen, weil ich wusste ja, dass das hauptsächlich viel über Frankfurt mit vorkommt. Was der DFB-Pokal spielt und so weiter. Genau. Und das dritte, was ich hätte, ist, das ist heute quasi online gegangen vom lieben Bonsen VD. Der macht ja schon länger diesen Shawshank-Lebenslang-Podcast. Der hat jetzt schon, glaube ich, 2 Folgen Eintracht-Podcast gemacht, aber für Braunschweig. Die 2 Folgen fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man auch empfehlen. Kommt dann auch in die Shownotes unten rein. Und wer sagt, er hört sich auch Podcasts von anderen Vereinen an, dem kann man das ruhig mal geben, weil da gibt's relativ viel auch aus der Sicht vom Fanblog selber, weil halt da 1-2 Leute dabei sind, die wirklich jedes Spiel, wurscht wo es ist, hinfahren. Ja. Es ist der Eintracht Lebenslang Podcast und den kann man auch auf Twitter folgen seit heute @EintrachtLeben. Aber wie gesagt, Braunschweig. So. Das wäre jetzt ich gewesen. Jetzt bist du. Dann kommen meine 3 Empfehlungen. Die erste hast du mir vorweggenommen. Das war nämlich der Eintracht Lebenslang Podcast, den ich seit heute auch auf Twitter folge. Sehr gut, dann sind wir schon zu dritt oder so. Das ist doch schon mal geil. Inklusive Tobi. Ich habe gestern Abend, nein, eigentlich die Serie habe ich schon länger angefangen, aber ich habe gestern Abend dann tatsächlich 4 Folgen am Stück durchgebinged. Dieser Serie, die ich jedem auch nur empfehlen kann. Ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe damit auch nicht gerechnet, als ich es das erste Mal angemacht habe, weil es ist tatsächlich eine deutsche Serie, läuft auf Netflix und nennt sich Dark. Habe ich nur gesehen. Ich habe mir aber da noch nicht irgendwie gedacht, so, soll ich das machen, weil deutsche Produktionen sind immer so, ich weiß nicht. Ich habe sie angemacht und habe gar nicht mit der deutschen Produktion gerechnet. Und auf einmal ging es da irgendwie um eine Stadt Winden und die Schauspieler deutsch und überhaupt nicht so, oh Kacke, was ist das denn? Hab dann aber durchgehalten, habe weitergeguckt und wie gesagt, gestern Abend dachte ich mir, ich gucke jetzt noch eine Folge und dann wurden es dann tatsächlich 4, eine Stunde, eine läuft 50 Minuten. Und da habe ich dann bis gestern Abend nur 12 da gesessen, habe dann erstmal noch geguckt, wollte dann noch eine weitere gucken, dachte mir, nee, jetzt reicht's erstmal, muss mal weiter gucken. Ist ziemlich geil, muss ich dazu sagen. Ist auch von der Handlung her ein bisschen abgedreht. Es geht auch um Zeitreisen und so weiter und so fort. Aber guckt's euch an. Also es ist ziemlich geil. Dann habe ich noch eine Sache und zwar haben wir losgetreten für den Adler Podcast. Kickbase. Es gibt eine Kickbase-Liga, die nennt sich Adler-Podcast, wer jetzt gedacht, Adler-Podcast. Ist eine offene Liga, kann jeder mitmachen. Ich muss dazu sagen, viele Plätze sind nicht mehr frei. Von daher, beeilt euch. Ich habe gerade eine neue Anfrage, ich muss gleich mal die Anfragen beantworten. Ich glaube, wenn die... Ich bleibe ja meine Chips ersticken. Warte mal gerade... Alter, hast du das schon mal gehabt, dass der Chips hinten quer im Hals hängt? Ja, aber noch nie live. Ja, super. Live, ich sterbe jetzt mal live hier. Nein, geht wieder. Viel lustiger. Also ich habe jetzt wieder, vorhin hatten wir, glaube ich, 13, 18 können insgesamt mitmachen in der Liga. Vorhin waren wir bei 13, jetzt habe ich 2 neue Anfragen. Dann sind wir also bei 15. Wir hätten noch 3 Plätze frei, wer möchte. Es geht bald los. Kickbase. Schöne Geschichte, du kriegst, also wir spielen so, du kriegst erstmal einen Kader, den kriegst du zugelost, im Wert von 100 Millionen Euro und 50 Millionen hast du dann noch auf Tasche, um eben noch Verstärkung zu kaufen, Spieler verkaufen, Spieler einkaufen und so weiter und so fort. Einige von uns dabei, die das zum ersten Mal machen, inklusive mir, also noch komplett unerfahren, was das Ganze angeht, mal gucken. Ist jetzt ganz lustig. Schauen wir mal. So, warte mal, ich habe hier gerade mal... Oh, guck mal, 3 Stück. Ja, ich habe da gerade so ein aktuelles Problem mit Torhütern.
Hast du? Ich auch. Ich hab jetzt in meiner Verzweiflung, nachdem ich gelesen habe, dass Birki verletzt ist, habe ich jetzt gekauft für 2 Millionen. In der Hoffnung, dass Birki noch ein bisschen länger verletzt ist. Ich weiß es allerdings nicht. Und ansonsten habe ich nur noch so einen scheiß Ersatztorhüter von Augsburg. Nein, ich habe jetzt aktuell den Kessler, Thomas Kessler. Der spielt, der hat, glaube ich, letztes Jahr nicht mal eine Sekunde gespielt. Okay. Der Herr Horn wurde mir ja von der Nase weggekauft. Danke. Ja, den habe ich gesehen. Ich hatte erst auch was drauf, dann habe ich es wieder weggenommen, weil ich gedacht habe, vorhin habe ich keinen Bock. Wir sind übrigens mittlerweile 17, nachdem ich die restlichen 4 jetzt angenommen habe. Wir haben noch einen Platz frei. Noch ja, einer, wenn er mit uns spielen will. Ein Plätzchen haben wir noch. Wir verlosen ihn. Unsere Kontonummer lautet. Warte mal, so, jetzt gucke ich doch mal. Was hat denn der liebe Show to go? So, da haben wir ihn doch. Warte mal. Da, Show to go Member. Team ansehen. Den Herrn Kessler hat er im Tor. In der ja. Verteidigung. Den Herrn Meier, den Jetwei, Mukile und den David Abraham hat er auch. Das soll er nicht viel machen dieses Jahr. Den Herrn Contendo hat er gekauft und den Herrn Mittelstädt. Im Mittelfeld Bittencourt, Traoré, Darida, Eggestein, da hat er sogar beide. Ja, das schaut da. Und im Sturm Diaby, Ucha. Ucha jetzt gegangen zu Union, ne? Yes. Und den Herrn Jonas Eggestein. Und mit dem Torhüter kannst du nicht viel reißen. Nein. Und irgendwie kommt da auch nicht viel. Aber ich habe ja schon einige Transfers, also so viel kann ich ja sagen. Einige Transfers sind ja da noch am Laufen. Da wird sich was in den nächsten Stunden vielleicht ergeben. Die sehe ich natürlich nicht. Das ist schon klar. Sind aber ich kann ja mal sagen, ich habe momentan, wie gesagt, ich habe im Tor Hits. Dann spiele ich momentan in einem 4-4-2 in der Abwehr mit Mbabu. Ich hoffe mal, dass er dann auch spielen wird. Von Dortmund Hakimi. Den Düsseldorfer habe ich den Gieselmann, der ist relativ gesetzt. Und dann habe ich noch den Danny da Costa in der Abwehr. Einen Ersatzspieler habe ich auch noch für die Abwehr, das ist der Timothy Chandler. Dann habe ich ein Vierer Mittelfeld mit Lecky von Hertha, dem Klaas. Da muss ich immer so lachen. Was beim Lecky? Matthew Lecky, warum? Na, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil meine Mutter. Wahrscheinlich, weil meine Frau das so lustig findet immer. Die hat mich am ersten Mal so kurz so geschaut, so, was? Aber, okay. Dann habe ich den Khedira. Und den Jonas Mali, von dem ich auch nur hoffe, dass er spielt. Und Sturm, ja, Sturm habe ich dann hatte ich keine Kohle mehr. Sturm habe ich den Onisivo von Mainz. Das kann super abgehen, kann aber auch voll in die Hose gehen. Ich habe den Jean-Kevin, heißt der, glaube ich, Augustin von RB Leipzig. Von Schlatzburg. Ist aber zurzeit zu angeschlagen. Bei dem weiß ich auch nicht, ob er spielt. Und dann habe ich den einen da, diesen einen neuen da von Wolfsburg, in Mecha oder sowas, keine Ahnung. Irgend so ein relativ junger Kerl, den sie da aus England geholt haben. Jo, mal gucken. Zumindest könnte ich jetzt schon mal anfangen. 4-4-2 steht. Ja, lassen wir uns überraschen. Also wie gesagt, einen Platz haben wir noch frei. Wer mitmachen will, nächste Woche geht's los. Mit der Bundesliga? Nein, dieses Wochenende geht's los. Freitag? Ach ja, dieses Wochenende geht's los. Ja, stimmt's. Wir spielen am Sonntag. Wie viel Uhr spielen wir Sonntag? Das ist 13:30, ist es nicht 15:30, oder? 15:30, glaube ich. Okay. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Beginnt gegen Hoffenheim. Wenn wir die gleich mal weghauen, dann geht es mir gut. Ich habe auch keinen einzigen Hoffenheimer Spieler in der Mannschaft, das passt schon. Und bitte, Birki,
sei noch 3-4 Wochen verletzt. Adduktoren ist scheiße, die muss man ausheilen lassen. Mach langsam, lass erstmal den Marvin spielen, der macht das. So, na, da bin ich mal gespannt. Das waren meine Empfehlungen. Dark, guckt's euch an. Ich bin relativ fast. Oh, scheiße, warte mal. Guck mal da, guck mal, Adler-Podcast. Anfrage, kommt die nächste. Das war's ja dann endgültig, glaube ich. Guck mal. Muss ich dann auswählen, wenn ich jetzt 10 Anfragen habe, muss ich dann nur noch einen wählen, dann muss ich zulosen, wer den letzten Platz kriegt. Ja, das können wir ja live machen, warte mal, geht's ja so. Warte mal. Gewinnspielgenerator. Gewinnspielgenerator? Cool. Ach, wenn dieses scheiß WLAN von Unity Media nicht so lahmarschig wäre. 10 hast du gesagt? Was 10 habe ich gesagt? 10 Leute sind das jetzt, oder was? Nee, wir haben jetzt noch einen Platz frei. Ja, und was, 10 Anfragen, oder wie? Nee, momentan habe ich keine Anfrage mehr. Ich dachte, ich hätte jetzt noch eine gekriegt. Aber wir machen das jetzt so. Wer jetzt noch mitmachen will, der sollte eine Anfrage machen bis... Ja, aber dann hat das erste Spiel schon vorbei, ne? Wenn wir das bis nächste Woche machen und dann wählen, losen wir einen aus. Richtig. Soll ich den nächsten einfach annehmen oder wollen wir es verlosen, den letzten Platz? Wir können es natürlich verlosen und könnten sagen, wir machen das bis am, keine Ahnung, Freitag 15 Uhr und dann kann man das ja auslosen, abfilmen, online stellen. Ab Film online stellen. Ich hab Telefon mit Kamera. Hast du? Hab ich, voll krass. Kann ich machen. Oh. Fotofilm bewegt von dieser PC-Monitor. Also ist so da geil. Kann man gucken, was gewinnen. Und dann machst du Auslosung und sagst mir, wen ich antippen soll oder was. Wen ich dann mit rein. Jetzt ist ja erstmal noch viermal. Ja, mach selber. Nee, selber machen ist doof. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch 4 Antworten ausstehend, aber die Jungs werden sich schon nicht beworben haben, die werden schon, wenn sie nicht mitmachen wollten, also das heißt, wir haben 17 Spieler, wir haben einen Platz noch frei. Wer möchte, bitte Anfrage stellen und wir werden den letzten Platz auslosen. Jawohl. Wie auch immer wir das machen. Freitag 15 Uhr, oder? 15 Uhr? Ja, das geht, glaube ich, schon, oder? Na, 15 ja, Freitag, ist blöd. Freitag 15 Uhr ist, warum? Ah nein, ist ja erst um 20.30 Uhr oder sowas das Spiel. Ja, eben. Das erste. Ich wollte sagen, ist so eh das Abendspiel. 15.30 Uhr. Bis Freitag 15 Uhr werden Anfragen angenommen und dann werden der Joe und ich kurz schließen und werden dann auslosen, wer das gewinnt. Und derjenige bekommt dann natürlich eine positive Antwort. Als letztes Mitglied in unserer Liga. Sehr gut. Und ich habe festgestellt, dass ich als Admin dann, wenn die Liga voll ist, kriege ich immer extra Kohle. Was? Voll fies, ne? Ja, ja. Das sagst du auch noch? Ja, ich wusste das ja auch nicht. Ich bin ja ehrlich zu euch. Ich kann ja nichts dafür. Ich bin ja ehrlich. Ich bin ja, ne, also ich gebe das offen zu. Da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, hast du was geschafft und dann kriegst du da irgendwie ein Millionchen extra. Ach, so ein Zufall aber auch. Tja, ne? Ich fand's gut. Aber ich habe auch nur noch, ich hab echt nicht mehr viel Kohle, ne? Also, da geht nicht mehr viel. Hält sich bei mir auch in Grenzen und ich brauche noch einen Torhüter. Voll super. Ja, wie gesagt, ich brauche ja auch noch einen Torhüter. Ich meine, ich glaube, Hitz wird nicht die ganze Saison durchspielen und ich brauche eigentlich im Grunde, weiß nicht, vielleicht auch noch einen Stürmer oder ich habe keine Ahnung. Naja, mal gucken, wer noch kommt. Ich hoffe ja mal so ein Jovelic oder sowas, dass der mal noch auftaucht. Denn den Dings hier, den Chandler, den habe ich ja auch recht günstig gekriegt. Ja, den wollt ja auch keiner. Aber weißt du, wen ich noch gekauft habe? Den auch keiner wollte, den habe ich für 500.000 gekauft. Der ist zwar zurzeit noch verletzt, weil er einen Muskelfaserriss in der Wade hatte. Den Kwong, kennst du den? Ja, der war bei Dortmund, oder? Glaube ich, bilde ich mir ein. Irgendwann mal. Kann sein, das ist so ein Südkoreaner, den haben die Dings, der spielt auch in der südkoreanischen Nationalmannschaft, den haben die Freiburger gekauft. Und der soll eigentlich
ziemlich geil sind. Hier haben wir gleich zwei Südkoreaner gekauft. Den einen von den Bayern, ne, der da irgendwie da ziemlich gut sein soll, der auch gespielt hat, und dann diesen Kwong, der ziemlich geil sein soll. Und wenn der mal einschlägt, ne, für 500.000 gekauft und dann für 20 Millionen verkauft, dann mach ich mal Kohle mit, du. Schauen wir mal. Na gut. Also Leute, macht mit, bewerbt euch. Ihr dürft noch mitmachen, ihr dürft zusehen, wie Joe als Tabellenletzter am Ende rumkrapselt ohne Torhüter. Yes, ich stehe drauf. Wie meine drei Stürmer alle nicht spielen und 0 Punkte bringen. Das wir sind alles sehr stark. Wir sind bis auf wenige alle keine Professionellen. Klingt komisch, wenn du sagst, wir sind keine Professionellen. Aber naja. Wo wir wieder bei deiner Kontaktadresse für schöne Menschen wären. Bei meiner Kontaktadresse für schöne Menschen? Ach hier, du meinst hier die Julian Nagelsmann Umfrage. Ja, genau. Wie hieß denn das? Lovejoy? Keine Ahnung, irgend so ein komisches Ding halt. Ist ja egal. Mich dürfen sie nicht fragen. Yes, ja, schon klar. Ich würde dich braven Familienvater auch nie irgendwas fragen. Ist ja in Ordnung, ist ja gut. So, wollen wir die Leute noch ein bisschen nerven oder gehen wir ins Bett? Es ist kurz vor 12. Ja, mir fehlt jetzt so, also Themen gibt's schon, aber dann kommen wir nie ins Bett. Außer es will noch irgendwer dieses Skip-Webseite-Dingsbums sehen. Falls er wissen will, was Cheese Roll Championship ist. Nein. Ich glaube nicht. Mir hat die Webseite das letzte Mal gereicht. Aber Cheese Roll ist lustig. Dann lass uns nächste Woche Cheese Roll machen. Dann machen wir nächste Woche Cheese Roll. Okay. Ansonsten, wir haben jetzt auch einen Newsletter. Das heißt, man kann sich jetzt auch einen Newsletter anmelden und dann kann man sich voll spammen lassen, wenn man möchte. Ehrlich? Wer schreibt den? Du? Naja, du wirst ihn nicht schreiben wollen, oder? Ich kann den auch schreiben. Also nicht so die verkaufst Probleme gleich mit. Anzeigen mit. Ja, natürlich. Ich mache gleich hier Werbeanzeigen mit. PR. Verkauf und dann klappt das gut. Sehr gut. Gleich eine goldene Nase mit der ganzen Scheiße verdienen. Sehr fein. Ja. Nein, also wir haben jetzt ein Newsletter auf unserer tollen, wunderbaren Website. Jetzt muss ich kurz schauen, ob das jetzt funktioniert, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich das richtige Profil erwischt habe. Wo bin ich da jetzt? Adler-podcast.net. Das ist wohl wahr. Und folgt dem Joe auf Joe2Go_ auf Twitter. Ja, oder dem @Mulemeister auf Twitter. Oder uns allen @Adler-podcast. Was können wir noch Lustiges erzählen? Nix, Frank meint gerade nein. Ich weiß nicht warum. Der meint wahrscheinlich auch, lasst mich jetzt ins Bett. Ich will nicht mehr. Ich wünsche allen eine schöne Nacht. Ein tolles Spiel am Donnerstag. Schönen guten Morgen. Wir wissen ja nicht, wann sich die Leute das anhören. Ja, oder mittags oder abends. Und passt auf beim Autofahren, wenn er die Scheiße hört. Schönes Spiel am Donnerstag und dass wir das erste Spiel gegen Hoffenheim am Sonntag gewinnen werden, damit die ganze Sache gut ankommt. Genau. Empfehlt uns, gebt uns Rezensionen, Sterne, Punkte, abonnieren, was auch immer. Liked uns, shared uns. Genau. Und vielen Dank nochmal, dass wir die 1000 überschritten haben. Oh ja. Dabei fällt mir ein, ich muss mir noch diesen anderen Podcast, den Eintracht-Podcast anhören. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, ist auch heute erst fertig geworden, glaube ich. Nein, nicht von letzter Woche. Ach so. Ja, den habe ich schon durch. Ja. Gut. Gute Nächte.
Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Wir sind raus. Bis nächste Woche, sofern die Provider mitspielen. Ciao. Und tschüss.